Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender, lieber Friedrich Merz, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Wüst, sehr geehrter Herr Minister Wehrmann, sehr geehrter Herr Staatssekretär Gatzer, ich an die eine Referenz an unseren Finanzier. Ich grüße Herrn Professor Lammert als Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, der bereits auf dem Weg ist, aber in unserem Land ist man, wenn man mit Flug und Zug und so unterwegs ist, in der Regel nicht pünktlich. Ihm sage ich einen herzlichen Dank, weil er uns praktisch an dem Tag, wo wir als Stiftung das Licht der Welt erblickt haben, sich unserer angenommen hat mit all den notwendigen Hilfen, die wir brauchen, von Räumlichkeiten bis Personal. Und da sind wir der Konrad-Adenauer-Stiftung außerordentlich dankbar. Ich freue mich, so viele Damen und Herren aus dem Kreis der Weggefährten von Helmut Kohl zu sehen. Es freut mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Es gab über 800 Anmeldungen und wir konnten nur diesen Raum zur Verfügung stellen. Nicht alle sind dann, die wir zugelassen haben, in Anführungsstrichen gekommen. Beim einen oder anderen hat es ein kleines Problem gegeben. Wir sind eine kleine Stiftung mit 4 Leuten. Diesen Ansturm zu bewältigen, ist ohnehin schon, wie ich finde, großartig. Und dass es dann nur wenige Pannen gab, finde ich auch toll. Ich begrüße Frau Dr. Bergmann-Pohl und heiße für Sie, für alle Zeitzeugen der Jahre 1989 bis 90, herzlich willkommen. Wir werden die denkwürdigen Bilder jener Tage und Nacht, wo sie als Präsidentin im ersten frei gewählten Parlament gewirkt hat, nicht vergessen, liebe Frau Bergmann-Pohl. Ich grüße die vielen Mitglieder des Diplomatischen Korps und ich begrüße auch viele Abgeordnete aus dem Bundestag, Landtagen und aus dem Europaparlament. Wir ehren heute mit Helmut Kohl einen überzeugten Europäer. Und einen solchen haben wir neben vielen, wahrscheinlich alle, die hier sind, auch unter uns. Und so begrüße ich herzlich den früheren österreichischen Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel. Und natürlich einer, der aus unserer Familie für Europa besonders steht, ist Hans-Gert Pöttering, der frühere Präsident des Europäischen Parlaments. Lieber Hans-Gert, herzlich willkommen bei uns. Bei uns sind Mitglieder der Kulturstaatsministerin, vertreten sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der anderen Kanzlerstiftungen und natürlich die Presse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer an unserem Livestream. Das war unsere Antwort, dass wir nicht alle, die sich angemeldet hatten, hier live unterbringen konnten. Und bei 3 jungen Menschen will ich mich schon gleich bedanken, nämlich bei den Geschwistern, Sie mal schauen, bei den 3 jungen Leuten, die für uns heute zum Eingang gespielt haben, und ich sage dafür einen herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Anlass für diese heutige Veranstaltung ist natürlich, dass wir als Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung jetzt zum ersten Mal uns öffentlich
zeigen, wenn man von unserem Internetauftritt absieht. Aber der Anlass ist auch, dass um diese Zeit, nicht auf den Tag genau, aber doch in dieser Zeit, vor 40 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland etwas Neues begonnen hat, etwas Altes aufgehört hat und etwas Neues begonnen hat, nämlich die Ära Helmut Kohl. Da wurde er zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt, um dann 16 Jahre Bundeskanzler in diesem Land zu bleiben. Wir haben diesen Regierungswechsel, die Älteren, natürlich anders erlebt, als heute junge Menschen solche Ereignisse wahrnehmen. Wir haben es nicht live miterleben können. Wir haben die Bilder im Fernsehen am Abend gesehen und wir haben natürlich auch Berichte im Radio dazu gehört. Im Fernsehen war es dann am Abend zu sehen, aber nicht auf einem Smartphone live oder auf einem Tablet. Früher war das eben nicht mobil, sondern die Medienforscher haben davon gesprochen, es war Lagerfeuerstimmung. Etwas, was uns heute wohl verloren gegangen ist, Lagerfeuerstimmung. Die Menschen kamen zusammen und verfolgten am Fernseher gemeinsam Berichterstattungen am Abend oder am frühen Abend, aber sie konnten es nicht live sehen. Und das Live-Erlebnis, das wir heute vielfach haben auf jedem Handy, wo die Leute ja alles verfolgen können, führt zu einer, ja, zu einer gewissen Vereinsamung, dass sich viele zusammentun, um am Handy miteinander ein Ereignis zu schauen, ist eher selten. Und deshalb sind auch solche Veranstaltungen heute, wo wir wieder zusammenkommen und live zusammenkommen, etwas Außerordentliches. Ich will aber jetzt keine große Rede zu den Veränderungen vom Kollektiven schauen. Ich weiß noch sehr gut, meine erste Fußball-Weltmeisterschaft als kleiner Kerl habe ich mit meinem Vater in einem verrauchten Nebenzimmer einer Wirtschaft gemacht, wo die Männer noch geraucht und Bier getrunken haben. Da haben wir Fußball geschaut. Im gemeinsamen Erleben, was heute vielleicht wieder eher beim Public Viewing stattfindet. Ich finde dies eine schöne Zeit. Manches aus der Zeit der 80er, die wir erlebt haben, wird heute idealisiert. Manches aus den 90ern erscheint uns fremd. Aber wir können erkennen, dass sich in diesem Land was verändert hat. Und dies muss man heute auch sagen, dass wir dankbar sein müssen für die vielen, vielen guten Jahre, die wir hatten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Fest steht, es ist Zeit, Helmut Kohls Verdienste in den Blick zu nehmen und den Kanzler der Einheit und den leidenschaftlichen Europäer zu würdigen. Diese Aufgabe verfolgt unsere Stiftung. Ihr widmen wir uns mit ganzer Kraft, mit Fantasie und Sachverstand. Wir zeigen die Aktualität und Weltsicht Kohls und die großen Linien seiner christdemokratischen Politik, die bis in unsere Gegenwart reichen. Wir, das ist das Kuratorium der Stiftung, der wissenschaftliche Beirat und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir heißen Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung und widmen uns deshalb der Zeit des Bundeskanzlers. Aber natürlich wissen wir alle, dass ohne seine feste Verwurzelung in seiner Partei der Christlich-Demokratischen Union dieser Weg gar nicht möglich gewesen ist. Und Helmut Kohl war ein leidenschaftliches Mitglied der CDU. Manchmal hat er im internen Kreis auch gesagt, dass er verzweifeln könnte. Aber auf der anderen Seite hat er auch gewusst, dass ohne diese Partei dieser Aufstieg nicht möglich gewesen ist. Und so bitte ich jetzt den Vorsitzenden der CDU Deutschlands und Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz,
um sein Wort. Friedrich, herzlich willkommen. Du hast das Wort. Lieber Volker Kauder, stellvertretend für alle Gäste und Ehrengäste, liebe Angela Merkel, lieber Wolfgang Schüssel, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlichen Dank für die Einladung, heute Abend zur ersten großen Veranstaltung der Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung ein kurzes einführendes Grußwort sprechen zu dürfen. Wir erinnern heute an diesen 1. Oktober 1982, den Tag eines konstruktiven Misstrauensvotums, dem einzigen bisher erfolgreichen konstruktiven Misstrauensvotum im Deutschen Bundestag und einem Wechsel im Amt des Bundeskanzlers. Ich hatte in diesem Jahr 1982 gerade mein erstes juristisches Staatsexamen absolviert und war junger Referendar am Landgericht in Saarbrücken. Ich war schon 10 Jahre Mitglied der CDU und dieser Tag, der sich ja ankündigte über eine längere Zeit, ein Freitag, wenn ich mich richtig erinnere, war ein Tag voller Spannung, auch in Erinnerung an das gescheiterte Misstrauensvotum von Rainer Barzel gegen Willy Brandt. Wenn Sie mich heute fragen würden, woran ich mich für diesen Tag am meisten erinnere, welcher Augenblick sozusagen mir aus der Fernsehberichterstattung, lieber Volker, die ich live mitverfolgt habe, dann war es dieser Augenblick. Da geben sich drei Bundeskanzler. In diesem Augenblick ein gerade Ausgeschiedener, ein schon etwas länger Ausgeschiedener und ein gerade neu gewählter im Deutschen Bundestag die Hand. Zunächst gratuliert Helmut Schmidt Helmut Kohl. Dann folgt Willy Brandt. Keine 25 Sekunden dauert diese Sequenz. Drei Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam im Deutschen Bundestag als Abgeordnete. Das hat es seitdem nicht mehr gegeben. Das liegt möglicherweise daran, dass zwei der vier nachfolgenden Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland eine außergewöhnlich lange Amtszeit im Parlament und im Regierungsamt verbracht haben, nämlich Helmut Kohl und Angela Merkel. Es war ein historischer Augenblick in der Geschichte unseres Landes. Aber dieses Händeschütteln unter Kanzlern war alles andere als harmonisch. Helmut Kohl schreibt im ersten Band seiner Erinnerungen, die die Jahre 1930 bis 1982 umfassen, wörtlich, ich zitiere, mit versteinerter Miene und Eiseskälte gratulierten Sie, Brandt und Schmidt, mir zur Kanzlerwahl. Ende des Zitats. Ich wage heute die Behauptung, meine Damen und Herren, wenn Helmut Schmidt und Willy Brandt an diesem 1. Oktober 1982 geahnt hätten, was ihr Nachfolger im Amt des Bundeskanzlers auslöst, bewirkt und wie er die deutsche, die europäische und auch die Weltgeschichte verändert, sie hätten ihm anders gratuliert. Von Helmut Schmidt weiß ich es aus vielen persönlichen Gesprächen. Von Willy Brandt weiß ich es nur aus den jeweils wechselseitigen Erinnerungen. Helmut Schmidt hat sich mit Respekt und Anerkennung für seinen Nachfolger lange Jahre schwer getan. Aber zum Ende seines Lebens, insbesondere nach der deutschen Einheit,
konnte er seinem Nachfolger den Respekt nicht versagen. Und von Willy Brandt wissen wir, dass er bis zum Sterbebett mit Helmut Kohl ein persönliches, inniges, fast freundschaftliches Verhältnis verband. Immerhin in den Worten zum Ausdruck kommend, die er in den Tagen und Wochen der deutschen Einheit gefunden hatte: Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Nun, meine Damen und Herren, lassen Sie mich einen großen Zeitsprung machen vom Jahr 1982 in das Jahr 2022. Die Zeit von Helmut Kohl, die 16 Jahre seiner Kanzlerschaft zu bewerten, zu beurteilen, werden andere heute Abend noch die Gelegenheit haben und werden die Geschichtsbücher für viele Jahre und Jahrzehnte zur Aufgabe haben. Ich stelle mir heute die Frage, wie würde Helmut Kohl auf unsere Zeit blicken? Auf die deutschen, auf die europäischen, auch auf die globalen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. Allein diese Frage verrät ja ziemlich viel über die Bedeutung, die wir Helmut Kohl heute zumessen. Sie ist damit, lieber Volker Kauder, auch ein Fingerzeig für die Stiftung, die ab heute Helmut Kohls Namen trägt und sich die Erinnerung an sein politisches Wirken zur Aufgabe gemacht hat. An politisches Wirken zu erinnern, meint natürlich nicht bloß, es dem Vergessen, vielleicht sogar dem Herabsetzen oder dem Verdrängen zu bewahren. Es ist auch mehr als bloße Geschichtsschreibung. An politisches Wirken zu erinnern, das heißt, an Geschichte anzuknüpfen. Es ist Geschichtsfortschreibung, die diese Stiftung sich zur Aufgabe gestellt hat. Meine Damen und Herren, ich will das vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Der von mir immer wieder gern zitierte britische Historiker Timothy Garton Ash hat das Jahr 1989 einmal als eines der besten in der europäischen Geschichte beschrieben. Das ist ein Urteil, dem heute wohl kaum jemand noch widersprechen würde. Bei 1989 denken wir an die friedlichen und samtenen Revolutionen, an Prag, an Warschau, an Budapest und Berlin. Und selbstverständlich denken wir an Helmut Kohl, der als Bundeskanzler die weltgeschichtlichen Veränderungen seiner Zeit früher als andere zunächst begriffen und dann ergriffen hat. Dieser erwähnte Timothy Garton Ash kommt 20 Jahre später, also im Jahr 2009, zu der Einschätzung, dass 1989 möglicherweise, so sagt er, für lange Zeit die letzte Gelegenheit dazu war, in Europa Weltgeschichte zu schreiben. Er spricht von Europas letzter Hauptrolle auf der Weltbühne und seinem Abtreten eben von dieser. Nun wissen wir spätestens seit dem 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine, Europa kann, Europa muss sehr wohl noch Weltgeschichte schreiben. Nur ist das Jahr 2022 ganz sicher anders als 1989 keines der besten Jahre in der europäischen Geschichte. Und wenn ich sage, Europa muss Geschichte schreiben in diesem Jahr 2022 und in der Zeit, die folgt, dann meint dies vor allem etwas, zu dem drei Bundeskanzler der letzten Jahre mindestens bereit waren, etwas zu tun. Helmut Kohl, vor ihm Helmut Schmidt, nach ihm zumindest Angela Merkel, Führung in Europa zu übernehmen. Nicht Führung im Sinne von Dominanz und Bevormundung, sondern Führung im Sinne von Verantwortung für das eigene Land, aber auch in Verantwortung für Europa und die globale Ordnung. In diesen Tagen, meine Damen und Herren, herrscht fast 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und gut 20 Jahre nach dem Krieg im Kosovo
wie der Krieg in Europa. Die europäische Ordnung, so wie wir sie kennengelernt haben und wie sie jedenfalls für meine Generation und die nachfolgenden nie anders war, nämlich eine europäische Ordnung von Frieden und Freiheit, sie ist im Kern bedroht. Europäische Werte sind im Kern bedroht. Und deswegen müssen wir auch an einem solchen Tag wie heute alle verstehen, was da jetzt genau geschieht. Dieser Vernichtungskrieg von Putin in der Ukraine richtet sich eben nicht nur gegen die territoriale Integrität dieses zweitgrößten europäischen Landes nach Territorium. Sie richtet sich, wie wir jedenfalls bei solchen Gelegenheiten wie der heutigen immer wieder sagen, gegen das friedliche, freiheitliche und demokratische Europa. Es ist jenes Europa, das Helmut Kohl ganz maßgeblich mit aufgebaut hat. Und es ist jenes Europa, für das wir Christdemokraten aufs tiefster innerer Überzeugung in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer gekämpft haben. Dieses Europa ist heute ernsthafter denn je in seiner Geschichte bedroht. Und das zeigt ganz einfach abschließend Folgendes. Geschichte ist nie etwas Abgeschlossenes. Sie wird geschrieben, im Guten wie im Schlechten, und sie wird immer von Menschen gemacht. Und deshalb, lieber Volker Kauder, ist es mein Wunsch, auch lieber Herr Dr. Wienans, meine Damen und Herren, in dieser Stiftung ist es mein Wunsch, und ich darf das sicher sagen, stellvertretend für die CDU, die Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung muss es als ihren Auftrag begreifen, die Geschichte von Helmut Kohl ganz einfach zu denken und auch weiterzuentwickeln, weiterzudenken. Wenn das gelingt auf diesem sicheren und festen Fundament unserer europäischen Freiheitsidee, dann ist der würdigste Umgang mit dem politischen Wirken und der Lebensleistung dieses großen Staatsmannes erreicht. Ich wünsche dir das, lieber Volker, mit deinen Mitstreitern in der Stiftung, und ich wünsche es uns, nicht nur der CDU, ich wünsche es uns, der Bundesrepublik Deutschland, dass dieser Teil unserer Geschichtsschreibung und Fortschreibung mit dem Namen Helmut Kohl verbunden ist und dass er uns gelingt. Herzlichen Dank. Lieber Friedrich Merz, herzlichen Dank für die würdigenden Worte für Helmut Kohl und auch die Hinweise für unsere Arbeit, die wir ernst nehmen und es auch so sehen. Gerade in heutiger Zeit kann sich jeder, der in der Zeit von Helmut Kohl groß geworden ist, die Frage selbst beantworten. Was würde Helmut Kohl in dieser Situation sagen? Auf jeden Fall, und darüber werden wir uns in der Stiftung auch im nächsten Jahr noch unterhalten und beschäftigen, auf jeden Fall würde er sagen, wir haben damals eine Auseinandersetzung brutal in unserem Land erlebt. Menschenketten von Nord nach Süd zum NATO Nachrüstungsbeschluss. Und er würde sagen, wir müssen stark genug sein, um unsere Interessen zu verteidigen und allen zu zeigen, dass wir auch bereit sind, für diese einzutreten und nicht zu weichen. Das wäre die Botschaft, die wir heute brauchen. Herzlichen Dank, lieber Friedrich Merz. Jetzt laden wir zu einer kleinen Zeitreise ein. Wir haben einen Film produzieren lassen, der an wichtige politische Momente der Regierungszeit Kohls erinnert. Einen Film, der den Bundeskanzler in Aktion zeigt, der uns seine Persönlichkeit und seine Ausstrahlung
vor Augen führt. Jetzt werden Sie denken, jetzt geht erst mal für 1,5 Stunden das Licht aus. Aber das will ich Ihnen nicht gönnen, sondern wir haben versucht, in 4 Minuten etwas zusammenzustellen. Und wir sind gespannt auf das Urteil. Das Team der UFA-Dokumentar- und Filmproduzent Nico Hoffmann hat mit uns aus dem Bildmaterial der 80er und 90er Jahre aussagekräftige Szenen herausgesucht, bekannte und weniger bekannte. Zu unserer Freude übrigens pro bono, was für den Schwaben heißt, kostet nichts. Lieber Herr Lebetig und lieber Herr Sacher, richten Sie bitte unseren Dank dafür aus. Und jetzt Film ab. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von den Wänden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Die europäische Idee hat Versöhnung über die Grenzen hinweg geschaffen und den Grundstein für eine dauerhafte Friedensordnung in Europa gelegt. Europapolitik war und ist immer zuerst eine Politik für den Frieden in Freiheit. Hier verbinden sich unsere Grundwerte, unsere Lebensform und unsere Sicherheit. Der Frieden braucht die Freundschaft mit dem Westen und die Verständigung mit dem Osten. Wir achten die bestehenden Grenzen, doch die Teilung wollen wir überwinden. Auf dem Wege friedlicher Verständigung und in Freiheit. Mr. Gorbatschow, open this gate. Eine gefährliche Grenze verläuft quer durch Deutschland. Dort, wo noch immer Mitte Europas ist. Diese Grenze trennt die Deutschen. Sie trennt die Europäer, sie trennt Ost und West. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft. Unser Haus muss unter einem europäischen Dach gebaut werden. Vernunft und Menschlichkeit können sich nicht damit abfinden, dass an dieser Linie das Selbstbestimmungsrecht aufhören soll. Dass wir das Glück hatten, dass das Tor der Geschichte zu einem bestimmten Zeitpunkt um ein kleines Stück offen stand. Vielleicht war unsere Leistung dann darin, dass wir durchgegangen sind. Wir hätten auch vorher noch 3 Komitees einrichten können, die darüber beraten, ob wir jetzt durchgehen oder nicht, sondern wir sind durchgegangen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir diese bewegenden Bilder von der deutschen Einheit, wie sie entstanden ist, sehen, wissen wir natürlich auch, dass heute Abend einer mit dazugehören würde, nämlich Wolfgang Schäuble. Und natürlich haben wir Wolfgang Schäuble eingeladen und uns sehr gefreut, dass er uns zugesagt hat. Und jetzt hat uns erst vor kurzem die Nachricht erreicht, dass er heute nicht kommen kann. Er ist krank. Wir wünschen ihm, es ist nicht so schlimm, aber auf jeden Fall so, dass er nicht kommen kann. Und vielleicht ist er an unserem Livestream dabei und so wünschen wir ihm, lieber Wolfgang, gute Besserung, dass du bald wieder bei uns dabei sein kannst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Geschichte, die Geschichts- und Politikwissenschaft hat viele Aspekte der Regierungsjahre Helmut Kohls untersucht. Manches trägt bis heute, anderes wartet auf Neuinterpretation. Auch eine Aufgabe der Stiftung, nämlich neben der Präsentation dessen, was Helmut Kohls politisches Lebenwerk ausmacht, gilt natürlich unsere Aufgabe auch der Forschung, der Neuinterpretation, die Fakten für die heutige Zeit auch entsprechend auszumalen. Wir haben noch durchaus, sagen uns die Historiker, Schätze zu heben. Einer der renommiertesten Forscher auf dem Feld der Deutschlandpolitik, Helmut Kohls, ist Professor Karl Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen, den ich sehr herzlich heute bei uns begrüße. Professor Korte nimmt jetzt für uns das, Anführungsstriche, Politikmanagement des Bundeskanzlers in der Aufregungsdemokratie, Schlussstriche, in den Blick. Die Überschrift stammt von ihm selbst. Er hat vor die akademische Frage eine Aufforderung gestellt, die uns von der Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung natürlich riesig freut und gut gefällt. Lernen von Helmut Kohl. Herr Korte, Sie haben das Wort. Ja. Ja, liebe Wählerinnen, liebe Wähler, darum geht es doch immer, oder? In der freiheitlichen Demokratie. Und für Helmut Kohl erst recht, ein begnadeter Wahlkämpfer, der auch immer differenzierte zwischen den Erwählten, die er manchmal mehr erduldete als ertrug, und den Gewählten, die er doch in seiner Wertschätzung höher ansiedelte. Meine Begegnung mit ihm in den 90er Jahren, um ihn zu interviewen, war anders. Ich war weder gewählt noch erwählt. Und zu allem Übel war ich auch noch Politikwissenschaftler, kein Zeithistoriker. Und insofern wird man dann noch kleiner, wenn man neben ihm sitzt und versucht, ihn zu interviewen. Sie können sich vorstellen, diese monumentale Körperlichkeit neben einem. Aber das Interessante für meine Gespräche mit ihm war, dass nach Auswertung jahrelanger Akten, Regierungsakten zur Deutschlandpolitik, der Verdichtung über verschiedene Aktenbestände aus unterschiedlichen Häusern, vieler Gespräche mit Ministern, mit Mitarbeitern, am Ende zulaufend, kulminierend auf den Bundeskanzler, er inspiriert wirkte durch die Fragen, die ich ihm stellte und mitmachte, leidenschaftlich geradezu, interessanterweise. Und insofern eine Menge herausbekommen war, wie in der Entscheidungssituation er in der Lage gelernt hat damals, in der Rückerinnerung, die wir gemeinsam vorgenommen haben.
Das war eine sehr interessante Konstellation. Und am Ende des Gesprächs sagte er, ich will Sie wiedersehen. Toll, dachte ich. War nicht so schlecht. Und er holte seinen berühmten BASF-Kalender aus der Tasche und guckte, ja, da bin ich in Argentinien, da bin ich da, da, können Sie da? Ich konnte natürlich. Ich will Sie wiedersehen. Eine sehr hohe Imperativdichte im Kanzleramt. Immer. Bei ihm ohnehin. Und durch das Lernende in der Lage kam ich auf die Idee zu fragen, welche Lernbausteine können wir eigentlich ermitteln, auch für die Stiftung, von denen wir erkennen können, sie sind hilfreich, weil sie noch unerforscht sind. Lernen als Wissenschaftler ist ja nichts Befremdliches, sondern normal. Und deswegen die Frage, was gelang ihm und was misslang ihm in diesem Lernmodus? Ich habe einmal ein paar Bausteine zusammengetragen. Mein erster heißt Kohl als Amtsinhaber oder als Staatsmann. Politische Führung hat viel mit der jeweiligen Führungsperson natürlich zu tun. Who leads matters. Irgendwie naheliegend. Es macht doch einen Unterschied, wer regiert. Aber die Regierungsforschung, so wie wir sie kennen, drückt sich um diese Frage oft elegant. Im Mittelpunkt stehen eher die Strukturen, die Macht der Verhältnisse, nie oder selten der personale Faktor. Und in dem Maße, in dem wir auch als Wählerinnen und Wähler immer die Chefsachen einfordern, umso mehr geht die Forschung den Weg der Macht der Verhältnisse. Der personale Faktor nimmt dabei eine untergeordnete Rolle ein. Und wenn wir das mal vergleichen mit den amerikanischen Leadership-Studien über die amerikanischen Präsidenten oder für die britischen Premiers, gut, da muss man jetzt ja jede Woche neue anfertigen, dann ist das wenig, was wir hier dazu haben. Und das hängt natürlich mit so einer Fair-Sozialwissenschaftlichung zusammen, bei denen die Strukturen wichtiger sind als die handelnden Personen. Die Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung kann jetzt andere Akzente setzen, durch Tagungen, durch Forschungsaufträge, durch Ausstellungen, um das Personale sichtbarer zu machen. Was war und wie war der Anteil, der geradezu vorbereitende Anteil von Kohl an bestimmten Entscheidungen? Wenn Staatskunst von Können kommt, wollen wir mehr wissen, was Kohl konnte im Hinblick auf das strategische und persönliche Management von zentralen Entscheidungen. Wie baute er Vertrauen auf beispielsweise, um die europäischen Partner zu orchestrieren? Wie macht man das eigentlich? Wie gelang ihm das? Und wir wissen, dass politische Spitzenakteure man daran auch erkennt, nicht nur wie sie entscheiden oder Entscheidungen vorbereiten, sondern auch vor allen Dingen, wie sie nicht entscheiden, Entscheidungen aufhalten oder zumindest hinauszögern, weil jede Entscheidung natürlich polarisiert im politischen Geschäft. Und wer will schon durch Polarisierung Mehrheiten verlieren? Wir erkennen das vor allen Dingen daran, ja, wie Politiker sprechen. Dieses oft Floskelhafte, was sie unterscheidet, wenn man Radio anmacht und sonst einen Sportler hört oder Politiker, kann man ja sofort erkennen, wer spricht. Dieses Floskelhafte ist natürlich hochfunktionale Sprache. Es ist die Sprache, souverän unscharf zu formulieren und am Ende des Satzes noch mehrheitsfähig zu sein. Das konnte Kohl. Er hat Festlegungen oft vermieden. Einvernehmen ohne Entscheidung herbeizuführen, ist ein Teil seiner Vorgehensweise gewesen. Also wie hielt Kohl Entscheidungen offen? Das wäre doch interessant herauszubekommen. Er pflegte dabei einen sehr moderierenden Stil bei Verhandlungen. Manchmal half er dabei auch anderen, das zu erkennen, was sie eigentlich schon immer wollten, ohne dass sie es aber selber wussten. Was wir wissen über ihn, dass er einen unstillbaren Hunger nach Politik ganz offenbar hatte, einen Gestaltungswillen nach Politik. Und was machte ihn dabei zum routinehaften Amtsinhaber, der Routine abarbeitet? Und was machte ihn mal zu einem Staatsmann, der groß dachte? Warum trieb er keine grundlegenden innen- und gesellschaftspolitischen Modernisierungsmaßnahmen gleichermaßen voran? Da muss man nachsuchen.
wie er auf den Feldern der Deutsch- und Europapolitik groß dachte. Insofern, nach diesen Fragen, kann man zwischen Staatsmann und Amtsinhaber differenzieren und wir sollten lernen, was wie gegriffen hat. Mein zweiter Baustein, Kohl als Transformationslotse. Die deutsche Einheit war, wie wir es mit aktueller Begrifflichkeit sagen würden, ein Transformationsprozess. Ein Transformationsprozess, denn dramatische Umbrüche, die gab es immer schon zu jeder Zeit. Auch die Notwendigkeiten, darauf gestalten zu reagieren, nicht erst heute. Bundeskanzler Kohl war angesichts dieser exogenen Schocks damals sicherlich ein Transformationslotse, um es so einzukleiden. Die deutsche Einheit ist in der Tat, Herr Kauder hat es gesagt, gut erforscht im Vergleich zu vielen anderen Politikfeldern. Deshalb kann man auch erkennen, was ein paar Bedingungen waren, warum er in dieser persönlichen Herangehensweise als Lotse erfolgreich war. Und dazu ist es gut, sich nochmal daran zu erinnern, dass die deutsche Einheit, wer daran glaubte, ewig gestrig war. Das war ja nicht schick damals, das war nicht modern. Kohl umarmte nie den Zeitgeist und insofern war er Teil der Ewiggestrigen bei diesem Thema. Sein Erfahrungsraum war nie identisch mit seinem Erwartungshorizont, der eher auf Freiheit, sich zu gestalten, ausgerichtet war. Und genau das macht eine Transformation ja aus, wenn sie gelingen soll. Ein Erwartungshorizont muss existieren. Also ein realistischer Optimismus muss formuliert werden. Eine Gestaltungsidee, wohin die Transformation gehen soll. Denn Zukunft ist ja in Demokratie nichts, was sich entwickelt, was sich einfach so passiert, sondern was wir gemeinsam gestalten können. Das war der Transformationsauftrag. Und dazu braucht man, heute würde man sagen, ein Narrativ, also eine Erzählung, die er mit großer Penetranz vorgetragen hat. Bundeskanzler Kohl sagte immer, deutsche Einheit und europäische Integration, das sind zwei Seiten einer Medaille. Das hat er praktisch in jeder Rede untergebracht. Also eine Erzählung in langen Linien zu denken und zu handeln. Und die europäische Einigung war für ihn dabei, wie er es formulierte, eine Frage von Krieg und Frieden. Interessante Formulierung, damals eher belächelt, nicht ernst genommen, die Frage der Wehrhaftigkeit. Und war nicht, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, die Bonner Republik mit so einem Verständnis von Wehrhaftigkeit, Krieg und Frieden, des europäischen Prozesses, weniger provinziell als die Berliner Republik? Kohl arbeitete keineswegs täglich an der Wiedervereinigung. Aber er hatte eine normative Botschaft, einen Kompass, den er personifizierte. Das war das Interessante. Und alle wussten das, die auf ihn trafen. Er musste es also nicht täglich formulieren. In diesen Fragen der Wiedervereinigung hatte er auch eher Erklärgeiz. Und so etwas wäre ihm fremd gewesen, was wir heute mit dilemmabewusster Offenheit oder einladender, mit mitnehmenden, einladenden Zweifel formulieren. Da hatte er einen anderen Kommunikationsstil, da war er auch eher erklärungsarm, pragmatisch unterwegs. Also Kohls Kommunikationsstil war anders als das, was wir vielleicht heute besonders schätzen, zumindest bei einem Teil der Bundesregierung. Aber auch wenn er nicht täglich das so formuliert hat, war klar, dass bestimmte Dinge mit ihm nicht verhandelbar waren. Nämlich Westbindung, Offenhaltung der deutschen Frage, die Betonung der Systemgegensätze, das entsprach nicht nur den großen Linien, sondern seiner wertebasierten Verständnis, seines wertebasierten Verständnisses von Politik. Doch dieses Verständnis war extrem unpopulär zur damaligen Zeit. Und das führte zu häufigen Konflikten. Kohl ging diesen Konflikten nicht aus dem Weg, wenn es Essentials betraf, die für ihn auf dem Spiel standen. Auch eine interessante Konstellation, denn dieses Stehenkönnen im Gegenwind war für ihn eine ganz wichtige Charaktereigenschaft, die er bei Politikern schätzte. Die Frage an uns ist also, wo gab es Momente, von denen Kohl um seiner Überzeugung willen volles Risiko einging und wo nicht? Also volles Risiko vermutlich bei der Stationierung atomarer US-Mittelstreckenwaffen, ganz klar, oder bei der Durchsetzung des Euros.
immer gegen eine klare Bevölkerungsmehrheit. Und die Politik der Kohlschen Transformation koppelte natürlich deutsche und europäische Fragen. Und als sich dieses berühmte Window of Opportunity öffnete durch die ostdeutsche friedliche Revolution, nutzte er dies auch, das Deutsche, die Wiedervereinigung währungspolitisch europäisch abzusichern. Wir lernen also, das ist mein zweiter Punkt, eine gelingende Transformation, die wir hier kennen, braucht eine Gestaltungsidee. Eine Idee und eine konsequente Bereitschaft, beim politischen Personal enorme Widerstände auch zu lieben. Mein dritter Baustein: Kohl in altanalogen Zeiten. Auch damals passierte natürlich ganz viel, auch Überraschendes. Man musste auch damals schon irgendwie überraschungsfest sein und irritationsfest, um durch den Tag zu kommen. Unberechenbarkeit, Unübersichtlichkeit gab es damals auch. Es gab eine Erwartungssicherheit des Nicht-Erwartbaren, auch damals schon. Gewissheitsschwund. Früher habe ich Gewissheitsschwund immer definiert durch irgendwelche philosophischen oder soziologischen Zusammenhänge. Heute definiere ich Gewissheitsschwund immer mit der Alltagssituation, in der Deutschen Bahn zu sitzen. Das ist ja nicht nur die Frage, wann man ankommt, sondern wo man ankommt. Das ist Gewissheitsschwund im eigentlichen Sinne. Es gab es also auch vor 2022. Und doch, die Bonner Republik und die frühe Berliner waren natürlich weniger komplex als heute. Das muss man schon so sehen. Da gab es schon ein Politikmanagement, was sich nicht nur dem Unwahrscheinlichen zuwenden wollte und musste. Vieles wirkte zyklisch erwartbar, linear wiederkehrend, serienhaft sichtbar, also weniger komplex. Und die internationalen Machtblöcke waren eben antagonistisch ausgerichtet. Die Rituale zu siegen und zu verlieren waren viel klarer verortet als heute. Im Bundestag gab es klare Mehrheiten, die beiden Volksparteien waren stark. Die damaligen Mehrheitsbeschafferpartei, FDP, kamen erst viel später die Grünen und Linken dazu. Das war die Bonner Republik, die frühe Berliner Republik. Und Koalitionen bestanden damals aus Großpartei plus Kleinpartei gleich Mehrheit. Und die Kleinpartei war auch regierungswillig. Auch das gab es damals. Auf dem Wählermarkt gab es wenige Orientierungsnomaden, zumindest viel weniger als heute. Und Wahlkämpfe waren richtige Wahlkämpfe. In der Auseinandersetzung nicht nur Umfragekämpfe wie heute. Dieses wechselseitige Niederschmusen, was wir heute kennen, gab es nicht. Mit Wattebällchen aufeinander werfen. Da ging es heftiger zur Sache damals. Empörungsverweigerung, das war Kohl fremd. Und weltweit passierte auch viel. Natürlich, aber in vordigitalen, also analogen Zeiten, zeitversetzt, erfuhren wir erst später davon. Die mediale, digitale Verdichtung, wir haben ja über die Facetten Fußball, wie man es erlebt, auch schon gesprochen, waren natürlich andere. Also diese Direktmedien, diese Überallmedien, die dazu führen, diesen Sofortismus in der Politik sofort und jetzt zu reagieren, gab es natürlich in Kohlzeiten nicht. Und insofern kann man schon sagen, die Dosis an Öffentlichkeit war eine vollkommen andere, als sie heute ist. Aber auch hier keine Verklärung, auch wenn es weniger komplex war. Es war kein entschleunigtes Regieren im Landlustmodus. Das kann man nicht sagen. Auch in altanalogen Zeiten wurde hart, schnell und unversöhnlich entschieden. Und die Frage ist hier, worin unterscheiden sich die Heuristiken des Entscheidens in Zeiten des Kalten Krieges von denen heute? In der frühen Kohlphase, in der späten Kohlphase. Was können wir vom damaligen Pragmatikern des Augenblicks für die Zeitenwende lernen? Kohl polarisierte als Person und mit seiner Politik. Auch ohne Twitter produzierte er verlässlich Wallungswerte täglich. Eine Aufregungsdemokratie, und er wirkte als Antityp geradezu des Zeitgeistes immer monumental unbeirrt. Wie überstand er so lange eigentlich diesen Empörungsfuror? Können wir doch fragen. Mein vierter Baustein und vorletzter: Kohl als Moderator des Machterhalts. Kohls innenpolitische Machtsicherung lief zuerst stets über sein parteipolitisches Mandat.
Kanzlerdemokratie war Parteiendemokratie, damals noch viel klarer als heute. Und die parteipolitische Unterstützung war für den Kanzler über die CDU die zentrale Machtressource. Regieren verstand Kohl als Kunst des Machterhalts. Und weil für ihn Erwerb und Erhalt der Macht so wichtig war und dominant war, musste er die Basis natürlich auch immer im Auge behalten. Seine Stärke als Kanzler hing auch von den effektiven Steuerungsleistungen ab, die er gegenüber dem Parteiapparat, auch der Unionsfraktion gegenüber, einbrachte. Und wir wissen, die Steuerungsleistung hatte auch finanzielle Hintergründe, wie wir mittlerweile ja wissen. Aber um diese Steuerungsleistung im Hinblick auf die Partei zu erreichen, lernen wir, wie der Bundeskanzler über und mit Personen regiert. Das ist eigentlich das Interessante, was uns interessieren kann. Kohl reagierte und Kohl regierte vor allem vermittelt durch Personen seines Netzwerkes. Er begriff Politik gänzlich personal. Und er baute deshalb auch Zweckgemeinschaften in seiner politischen Familie auf, in strategischer Absicht. Er förderte aber auf diese Weise auch viele politische Talente. Er hatte einen wachen Blick für Machtbegabungen und für Machtbegabungen, die er dann auch förderte, sehr gezielt. Über einen Popularitätspanzer, den man messen konnte, verfügte er nie. Er gewann Wahlen, obwohl viele in diesem Lande, die meinten, sich auszukennen, immer ununterbrochen sein Ende vorhersagten. Doch auch bei 16 Jahren sehen wir Zyklen der Macht, Anfang und Endpunkte. Trotz Tagesintegrationsweltmeisterschaft, die man als Bundeskanzler erbringen muss, bei diesen volatilen Machtkonstruktionen gibt es Dynamiken, Rhythmen, Stagnationen, auch in der Kohl-Ära. Wie schafft man das eigentlich, diese Machtabstiegsszenarien aufzuhalten? Das ist doch eine sehr interessante Frage über den Countdown des Niedergangs. Wir können mithin lernen, wann sich Kanzlerschaften dem Ende nähern, bevor es die Akteure selbst merken. Und damit manchmal auch den Wählerinnen und Wählern ein quälender Abschied erspart bleibt. So könnte man, denke ich, auch zeigen, an welchem Punkt es noch möglich wäre, würdevoll bedeutungslos zu werden. Mein letzter Baustein, Kohl als archivalischer Forschungsgegenstand. Die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung hat die große Chance, Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler zu begeistern. Mit der heutigen Veranstaltung losgehend, inspirierend geradezu. Über Ausstellungen, über Einladungen für Forschung, für Veranstaltungen, was auch immer. Wir wissen von Kohls Wirken in sehr vielen Politikfeldern nichts, überhaupt nichts. Und der Schub, den so eine Bundesstiftung auslösen kann, geht auch in Richtung einer Forschungsmethode, die man populärer machen sollte als historische Quellenanalyse. Und zwar eine Methode, die eben von den Quellen, von den Akten ausgeht, von den Regierungsakten ausgeht. Bislang ehren nur Historiker die Akten. Die Anwesenden kennen das. In ihrem wissenschaftlichen Verständnis gibt es bei den Historikern weniger Variablen, viel mehr Akteure, Prozesse, Ereignisse. Und zwischen Ereignissen und Geschehnissen wird unterschieden. Die Wirkmacht des Zufalls kommt zur Geltung. All das kann man letztlich bei der historischen Quellenanalyse erkennen, wenn man sich dieser Methode stellt, auch für Regierungsakten. Und deswegen will ich hier nochmal an dem Punkt sagen, ich kenne Hunderte von diesen Regierungsakten an Metern, Hunderte Metern. Herr Borchert kennt wahrscheinlich Kilometer davon. Diese Akten sind öffentlich zugänglich und archivalisch aufbereitet. Stürzen wir uns auf sie. Akten bilden natürlich immer Dienstwissen ab, das wissen wir alle. Sie sind ergebnisorientiert verfasst, immer. Aber sie sprechen deshalb nie für sich allein. Deshalb erst unsere Fragen brechen das Schweigen der Akten. Unsere gemeinsam, die hier Versammelten, sollten deshalb sich auf den Weg machen, das zu fördern, zu unterstützen. Der wissenschaftliche Beirat macht das ohnehin, aber das ist ein Wissensschatz, der hier auch versammelt ist, um Akten zum Sprechen zu bringen. Nichts an der Politik von Bundeskanzler Helmut Kohl ist auserzählt, gar nichts. Mit den Ausstellungen kann man nachholen, begreifen und mit den Forschungen ebenso. Meine Bausteine, 5 Lernbausteine, könnten Eckpunkte eines Forschungsprogramms sein, als eine Idee.
Wir können alle daran mitwirken. Und forschen heißt ja immer auch ein sozialer Prozess. Deswegen sollte sich niemand dem entziehen. Und ganz im Kohlschen Sinne kann man am Ende auch sagen, deshalb, ich will Sie alle wiedersehen. Danke. Herr Professor Korte, herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass sehr viele auch in dieser aktuellen Berliner Republik und viele von denen, die heute in Regierungsverantwortung sitzen, merken, dass man von Vorgängern auch etwas lernen kann. Dass dieser Lernprozess durchaus hilfreich ist. Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, Sie für unseren wissenschaftlichen Beirat zu gewinnen. Und Sie haben gesagt, dass Sie mit ganzer Kraft da arbeiten werden. Und da können wir all diese Fragen, die Sie aufgeworfen haben, natürlich auch bearbeiten. Und wir wollen auch einen neuen Begriff einsetzen, aber ihn dann auch so darstellen, wie wir es sagen. Transparenz. Also wir wollen, dass der wissenschaftliche Beirat nicht nur in seinen Sitzungen da sich mit sich selbst beschäftigt, sondern wir wollen ihn übers Internet öffentlich machen, sodass also, Sie sind alle herzlich eingeladen, wir wollen Sie wiedersehen, in der Regel dann im Internet bei uns, wo Sie mit Ihren Fragen und Anregungen doch mitwirken können. Wir haben uns die Frage gestellt, was wissen Menschen heute noch von Helmut Kohl? Und vor allem, was wissen junge Menschen noch von Helmut Kohl? Also wir wollen diese Helmut Kohl, diese Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung nicht zu einer Traditionsveranstaltung aus der Vergangenheit machen, sondern wir wollen uns vor allem an junge Menschen wenden und die Gedanken von Helmut Kohl auch weitertragen wollen. Ein Gigant, so lautete im Jahr 2017 eine Überschrift, erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es ist natürlich klar, wer mit Gigant gemeint war, nämlich Helmut Kohl. Die Überschrift stand über einem Text von Thomas Petersen von Allensbach. Das Umfrageinstitut hatte nach dem Tod des Altkanzlers untersucht, was für ein Bild die Deutschen sich von Kohl machen. Das Institut für Demoskopie Allensbach hat viele Befragungen zu Helmut Kohl gemacht, verfügt über ein sehr dichtes Archiv, es kann also Daten vergleichen und Veränderungen nachzeichnen. Das Ergebnis 2017 war wie folgt. Ob West- oder Ostdeutsche, Jüngere oder Ältere, welcher sozialen Herkunft auch immer, alle sagten mit überwältigender Mehrheit über Helmut Kohl, werde überwiegend Positives in den deutschen Geschichtsbüchern stehen. 2017. Wir wollten nun von Allensbach wissen, wie es heute, 5 Jahre später, um die Erinnerung an Helmut Kohl steht. Und deshalb haben wir eine neue Studie in Auftrag gegeben, vor allem um zu erkunden, was jüngere Menschen über ihn wissen und denken. Menschen, die zum Ende oder nach seiner Kanzlerschaft geboren wurden und heute auch schon fast Mitte 20 sind. Diese Ergebnisse werden heute zum ersten Mal öffentlich vorgestellt. Michael Sommer, Politikwissenschaftler und Historiker, ist Projektleiter für Meinungsforschung und Gesellschaft am Institut für Demoskopie Allensbach. Und er stellt uns jetzt zum ersten Mal öffentlich die Ergebnisse vor. Herr Sommer, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kauder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wenn wir heute hier und heute unter Ihnen eine Umfrage machen würden, was Sie mit Helmut Kohl verbinden, mit der Person Helmut Kohl, mit dem Politiker Helmut Kohl,
was Sie über die Kanzlerschaft von Helmut Kohl wissen, dann würden wir ein sehr, sehr facettenreiches Bild herausarbeiten können. Ein wahrscheinlich einzigartiges Bild, was dazu taugen könnte, Biografien zu füllen oder mindestens Biografien anzureichern. Aber als Demoskop, als der ich ja heute hier eingeladen worden bin, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie, die Sie heute hier sitzen, sind nicht repräsentativ. Und von daher, Herr Kauder hat es angedeutet, haben wir tatsächlich Repräsentativumfragen gemacht. Und zwar genau genommen haben wir zwei Repräsentativumfragen gemacht. Wir haben eine bevölkerungsrepräsentative Untersuchung durchgeführt, eine klassische bevölkerungsrepräsentative Untersuchung in der Bevölkerung ab 16 Jahre in einer bundesweiten Mehrthemenumfrage mit gut 1000 Befragten. Und wir haben zum Zweiten, Herr Kauder hat es schon angesprochen, eine Repräsentativbefragung der jungen Generation durchgeführt, der heute 15- bis 25-Jährigen, also einer Generation, die erst geboren wurden, als schon die Kanzlerschaft von Helmut Kohl zu Ende war und die die Kanzlerschaft von Helmut Kohl selbst gar nicht erlebt haben. Das Ziel der Untersuchung war, zu erforschen, herauszufinden, welches Wissen ist in der Gesellschaft, in der Bevölkerung insgesamt, aber insbesondere in der jungen Generation heute noch vorhanden über Helmut Kohl. Was verbindet die Gesellschaft mit Helmut Kohl? Zunächst einmal lässt sich feststellen, dass es ein durchaus großes und breites Wissen noch über die Kanzlerschaft von Helmut Kohl gibt. Wenn man die 30-Jährigen und Älteren nimmt, dann ist zumindest die Mehrheit, zwei Drittel der Bevölkerung sehr gut oder gut darüber informiert, wie es um die Kanzlerschaft von Helmut Kohl bestellt war. Aber es zeigen sich in der Detailanalyse sehr deutlich, dass diejenigen, die die Kanzlerschaft selbst nicht miterlebt haben, dass bei denen das Wissen schon deutlich schwächer vorhanden ist. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Befragungsergebnisse. Von denen, die heute 60 Jahre und älter sind, die die Kanzlerschaft von Helmut Kohl miterlebt haben, können sich immerhin 82% sehr gut oder gut an die Kanzlerschaft erinnern. Von den Jüngeren, die damals im Kindes- oder Jugendalter waren und heute zwischen 30 und 44 Jahre alt sind, nur noch gut jeder Vierte. Eine der großen Aufgaben, die sich die Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung ja gestellt hat, ist das Wissen über die Kanzlerschaft von Helmut Kohl, denn die nachfolgenden Generationen und insbesondere der jüngeren Generation gegenüber zu vermitteln. Vor welchen Herausforderungen eine solche Vermittlungsarbeit steht, zeigt das folgende Ergebnis. Denn wenn wir danach fragen, wie groß das Interesse ist an das Zeitalter, an die Kanzlerschaft von Helmut Kohl, also an eine Phase der bundesdeutschen Geschichte, in der ja sich so vieles, wie wir jetzt in den letzten Vorträgen schon gehört haben, in Deutschland, in Europa entwickelt hat, dann ist das Interesse an dieser Phase doch ausgesprochen gering. Es gibt nur ein begrenztes historisches Interesse an dieser Zeit. Gerade mal knapp jeder Dritte interessiert sich sehr oder zumindest etwas für dieses Zeitalter. Lediglich die politisch Interessierten sind hier etwas überdurchschnittlich interessiert an der Zeit der Kanzlerschaft von Helmut Kohl. Aber fragt man etwas genauer nach, welche Assoziationen hat die Bevölkerung mit Helmut Kohl als Kanzler, dann sieht man, dass das Bild schon deutlich differenzierter, deutlich dichter wird. Und es zeigt sich, dass vor allen Dingen die Wiedervereinigung, das ist wenig überraschend, Helmut Kohl als Kanzler der Einheit, dass die Bevölkerung vor allen Dingen die deutsche Wiedervereinigung mit Helmut Kohl verbindet, in zweiter Linie die Zugehörigkeit zur CDU. Dann ist schon ein großer Abstand zu den nächsten Punkten, die von der Bevölkerung genannt werden, seine Freundschaft, ein freundschaftliches Verhältnis zu den ausländischen Staatschefs wie Mitterrand oder Gorbatschow. Auch die Spendenaffäre oder seine Aussagen über die blühenden Landschaften sind immer noch im kollektiven Gedächtnis der deutschen Bevölkerung fest verankert, auch wenn gerade der Aspekt der Spendenaffäre im Trendvergleich deutlich zurückgeht. Deutlich zurückgeht interessanterweise auch, dass die Assoziationen der Bevölkerung zu dem europäischen Wirken von Helmut Kohl, gerade seine Rolle bei der Einführung des Euro oder sein Beitrag zur Aussöhnung mit Frankreich, ist im Zeitverlauf rückläufig. Fragt man etwas genauer nach, welche politischen Ereignisse und Entwicklungen denn aus Sicht der Bevölkerung vor allem auf Helmut Kohl zurückgehen, woran Helmut Kohl einen besonders hohen Anteil hat, dann zeigt sich, wie sehr tatsächlich Helmut Kohl der Kanzler der Einheit war. Wieder steht die Wiedervereinigung Deutschlands ganz an der Spitze. Aber dann kommen doch einige europäische Punkte. Bemerkenswert eigentlich, dass 56% die Einführung des Euros auch nach wie vor als eine besondere Leistung von Helmut Kohl attestieren. Eine
er war ja quasi der Wegbereiter der Einführung des Euro, aber der Euro selbst ist ja erst 3,5 Jahre nach seiner Kanzlerschaft dann tatsächlich auf den Weg gebracht worden. Und trotzdem verbinden immer noch 56% der deutschen Bevölkerung dieses politische Ereignis auch unmittelbar mit Helmut Kohl. Auch seinen Anteil an der Hauptstadtfrage, dass Berlin wieder Hauptstadt wird, die Aussöhnung mit Frankreich, die Sicherung des Friedens in Europa, das alles sind Dinge, die in enger Verbindung stehen aus Sicht der Bevölkerung mit dem Wirken von Helmut Kohl. Grundsätzlich zeigen sich in den Ergebnissen sehr stark generationengebundene Bilanz. Diejenigen, die die Kanzlerschaft von Helmut Kohl nicht selbst miterlebt haben, haben ein deutlich engeres Bild von den Leistungen, die Helmut Kohl in seiner Kanzlerschaft gezeigt hat. Gerade mal 2/3 sagen, dass die Wiedervereinigung Deutschland eine besondere Leistung von Helmut Kohl war. Das ist in der mittleren und älteren Generation, die selbst die Kanzlerschaft mehr miterlebt haben, deutlich ausgeprägter. Und das gilt auch für alle anderen Aspekte. Wir haben immer wieder erfragt, welches denn aus Sicht der Bevölkerung die prägendsten Ereignisse der bundesdeutschen Geschichte sind, der Nachkriegszeit. Und hier führt immer die Wiedervereinigung aus Sicht der Bevölkerung als das Ereignis, was die deutsche Geschichte am meisten geprägt hat. Interessanterweise, wir haben auch gefragt, welches aus Sicht der Bevölkerung in den letzten 100 Jahren das Ereignis war, was ihre eigene Familiengeschichte am meisten mitgeprägt hat. Und hier sagt die Mehrheit, dass es die deutsche Wiedervereinigung war, dicht gefolgt von den Opfern und Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Und insbesondere die ostdeutsche Bevölkerung sagt weit überdurchschnittlich, dass das prägendste Ereignis der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte, aber vor allen Dingen aber auch das einflussreichste Ereignis für ihre eigene Familiengeschichte, die deutsche Wiedervereinigung war. Umso bemerkenswerter ist, dass wenn man die deutsche Bevölkerung danach fragt, wie groß die Auswirkungen der Kanzlerschaft Kohl auf ihr heutiges Leben ist, dass die ostdeutsche Bevölkerung sich gar nicht so sehr unterscheidet von den Antworten der westdeutschen Bevölkerung. In der Bevölkerung insgesamt sagt gut jeder Vierte, 28%, dass es große oder sehr große Auswirkungen auf das heutige Leben hat, was Helmut Kohl in seiner Kanzlerschaft bewegt hat. In der ostdeutschen Bevölkerung ist es mit 32% etwas mehr, aber vor dem Hintergrund, dass der Einfluss der Wiedervereinigung für die ostdeutsche Bevölkerung so immens war, ist der Unterschied doch marginal. Im Rückblick zieht die überwältigende Mehrheit der deutschen Bevölkerung die Bilanz, dass die Wiedervereinigung eine Erfolgsgeschichte war. 56% der ostdeutschen Bevölkerung und 60% der Gesamtbevölkerung ziehen die Bilanz, dass die Wiedervereinigung auch im Rückblick eine Erfolgsbilanz war. Und auch die Mehrheit, zumindest die relative Mehrheit der Bevölkerung, sagt, dass die Zeit unter Helmut Kohl auch für Deutschland gute Jahre waren. Das teilen West- wie Ostdeutsche, das teilen auch die verschiedenen Generationen. Aber auch hier sieht man wiederum, dass diejenigen, die die Kanzlerschaft Kohl selbst miterlebt haben, deutlich eher der Meinung zuneigen, dass die Jahre unter Helmut Kohl auch für Deutschland insgesamt gute Jahre waren. Die Mehrheit der 60-Jährigen und Älteren und auch die Mehrheit der 45- bis 59-Jährigen rechnen diese Zeit in der Kanzlerschaft Kohl als gute Jahre ein. Interessant ist, dass diejenigen, die besonders große Auswirkungen der Kanzlerschaft Kohl auf ihr eigenes Leben ausmachen, signifikant weit überwiegend, den Eindruck haben, dass die Kanzlerschaft Kohl gute Jahre für Deutschland waren. 2/3 derer, die eine positive Bilanz oder große Auswirkungen für ihr eigenes Leben ziehen, ziehen eine positive Bilanz von der Kanzlerschaft Kohl auf Deutschland. Die Organisation der deutschen Einheit wird von der überwältigenden Mehrheit oder zumindest von der relativen Mehrheit der deutschen Bevölkerung als eine große Leistung beschrieben. Nur eine Minderheit, 29%, sagen, das ist eine Leistung, die jede andere Regierung auch hätte erbringen können. Bei diesem Ergebnis, wie bei vielen anderen Ergebnissen, zeigt sich eine durchaus stark parteigebundene Bilanz. Die parteipolitische Orientierung spielte in den Antworten eine große Rolle. Die Anhänger der Unionsparteien sagen mit größerer Mehrheit, dass die Organisation der deutschen Einheit ein großer Erfolg war. Bei den extremen Linken oder bei der Linken und der AfD sagt zumindest eine Mehrheit, das hätte jede andere Partei
genauso leisten können. Hier ist interessant, dass im Zeitverlauf unmittelbar nach der Wiedervereinigung das Meinungsbild in etwa so war, wie ich es da gerade dargestellt habe. Dann aber über viele Jahre hinweg der Eindruck entstanden war, dass diese Leistung, die Organisation der deutschen Einigung, durchaus auch von jeder anderen Regierung so hätte erbracht werden können. Und erst in den letzten Jahren ist der Eindruck wieder mehrheitsfähig geworden, dass es eine große Leistung war, die ausschließlich auch mit der Regierung von Helmut Kohl und der Bundesregierung unter Helmut Kohl zu verbinden ist. Wenn man die Bevölkerung danach fragt, welches die bedeutendsten Kanzler der bundesdeutschen Geschichte sind, dann führt nach wie vor Konrad Adenauer die Liste an. Er hat in den letzten Jahren so ein bisschen an Rückhalt verloren, aber trotz dieser langen Zeit ist er weiterhin aus Sicht der Bevölkerung noch der bedeutendste Bundeskanzler. Auch diese Ergebnisse fallen in der Regel sehr stark parteigebunden aus. Die Anhänger der CDU nennen vor allen Dingen Konrad Adenauer, Frau Merkel und Helmut Kohl. Die SPD-Anhänger weit überdurchschnittlich Willy Brandt und Helmut Kohl. Und das sind auch die fünf Kanzler, die aus Sicht der bundesdeutschen Bevölkerung die bedeutendsten Kanzler der Nachkriegszeit ausmachen. Helmut Kohl hat in den letzten Jahren etwas an Rückhalt verloren, aber insbesondere in der ostdeutschen Bevölkerung sagt noch eine Mehrheit, dass er einer der bedeutendsten Kanzler der Geschichte war. Wenig überraschend dann auch die Bilanz, dass die Mehrheit, zumindest auch hier nahezu die Hälfte der Bevölkerung sagt, dass Helmut Kohl ein großes historisches Erbe hinterlassen hat. Diejenigen, die sich an der Kanzlerschaft oder für die Kanzlerschaft Helmut Kohls besonders interessieren, sagen das sogar 3/4. Das alles zeigt, welche hohe Bedeutung einerseits die Person Helmut Kohl, aber vor allen Dingen die Errungenschaften, die unmittelbar mit seiner Kanzlerschaft verbunden sind, die deutsche Wiedervereinigung, der europäische Einigungsprozess, wie tief verankert das in der Gesamtbevölkerung noch vorhanden ist. Etwas anders, wenn wir jetzt im zweiten Teil auf die Ergebnisse der Befragung der jungen Generation eingehen, etwas anders sieht es bei dem Wissen und der Einschätzung der jungen Generation aus. Ganz generell lässt sich zumindest einmal feststellen, dass 16% der heute 15- bis 25-Jährigen den Namen Helmut Kohl überhaupt nicht kennen. Wenn man diejenigen weiter nachfragt, die zumindest von Helmut Kohl schon gehört haben, also diese 84%, die Helmut Kohl dem Namen nach kennen, dann ist auch hier der Wissensstand äußerst gering. 23% der jungen Generation sagt, wir wissen einiges über Helmut Kohl, die Mehrheit 50% nur wenig, und auch von denen, die zumindest den Namen schon gehört haben, jeder Vierte weiß eigentlich gar nichts oder kaum etwas davon. Die Informationsquellen, aus denen die junge Generation ihr Wissen über Helmut Kohl beziehen, ist vor allem der Schulunterricht. Das sind aber vor allen Dingen die Gespräche auch mit Eltern, mit Großeltern, mit Verwandten, mit anderen Zeitzeugen, die bewusst die Zeit der Kanzlerschaft von Helmut Kohl erlebt haben, teilweise auch das Fernsehen. Alle anderen Informationsquellen spielen für die Vermittlung historischen Wissens eine weit untergeordnete Rolle. Beim Bekanntheitsgrad der bisherigen Kanzler aus Sicht der jungen Generation, ich habe schon gesagt, 16% kennen Helmut Kohl nicht einmal dem Namen nach. Das gilt auch für viele andere Kanzler, mit Ausnahme von Frau Merkel, die natürlich die Kanzlerin dieser Generation ist und dementsprechend auch von allen nicht nur gekannt wird, sondern auch als die aus Sicht der jungen Generation bedeutendste Kanzlerin der bundesrepublikanischen Geschichte ist, gefolgt, auch das sehr bemerkenswert, weiterhin von Konrad Adenauer, der trotzdem die Zeit von Konrad Adenauer so lange zurückliegt, durchaus noch in der jungen Generation als einer der bedeutendsten Kanzler angesehen wird. Von Helmut Kohl sagen das immerhin 41% der 15- bis 25-Jährigen. Diejenigen jungen Menschen, die sich besonders für Geschichte interessieren, sagen weit überdurchschnittlich, dass insbesondere Adenauer, Kohl, Brandt und auch Schmidt bedeutende Kanzler der bundesdeutschen Geschichte waren. Auch die Bilanz, inwiefern Helmut Kohl zu den großen Politikern, zu den großen Männern des 20. Jahrhunderts zählt, fällt in der jungen Generation durchaus sehr, sehr positiv aus. Nahezu jeder Zweite der 15- bis 25-Jährigen rechnet Helmut Kohl zu den großen Männern der Geschichte. Auch hier fällt auf, dass 35% sich gar kein Urteil zutrauen. Auch das liegt an dem geringen Wissensstand, den die junge Generation mitbringen. Das Wissen um die Person Helmut Kohl und dieses Zeitalter ist äußerst gering. Fragt man offen, ohne Vorgaben, die junge Generation, was sie mit Helmut Kohl verbinden, dann
ist zumindest die Verknüpfung mit dem Kanzler der Einheit besonders stark. Die Wiedervereinigung, der Mauerfall wird zumindest von mehr als jedem zweiten jungen Menschen hier genannt. Dass Helmut Kohl ein Bundeskanzler war, sagt und äußert zumindest noch gut jeder Vierte, aber alle anderen Nennungen, die Verknüpfung mit Europa, die Verknüpfung auch mit der Einführung des Euro, mit der deutsch-französischen Aussöhnung, all das fällt nur den wenigsten jungen Menschen spontan ein, wenn sie den Namen Helmut Kohl hören. Ganz anders fällt die Bilanz hingegen aus, wenn man gestützt nachfragt, wenn man Vorgaben gibt und die junge Generation danach fragt, was sie dann mit Helmut Kohl verbinden. Auch hier kommt die Wiedervereinigung ganz weit oben. Die Partei CDU, in der Helmut Kohl war, aber auch der Aufbau Ost, der Frieden in Europa, auch die Einführung des Euros. Also durchaus beachtliche Kreise auch der jungen Generation auf Nachfrage nennen europäische Themen, nennen natürlich die Wiedervereinigung, nennen auch die deutsch-französische Freundschaft, die sie mit Helmut Kohl verbinden. Gleichzeitig ist aber nur eine Minderheit der jungen Generation davon überzeugt, dass trotz dieser epochalen Ereignisse, die in der Kanzlerschaft von Helmut Kohl stattgefunden haben, die Wiedervereinigung, die Einführung der oder das auf den Weg bringen der europäischen Gemeinschaftswährung, dass all diese Ereignisse große oder sehr große Auswirkungen auf ihr heutiges Leben haben. Davon ist nur eine Minderheit, weniger als jeder dritte junge Mensch, überzeugt. Die ostdeutsche junge Bevölkerung überdurchschnittlich mit fast 40%, weit überdurchschnittlich jene jungen Menschen, die sich für Geschichte interessieren. Inwieweit also die Vermittlung von historischem Wissen auch ankommt, hängt in hohem Maße davon ab, dass jemand sich für Geschichte interessiert und geschichtliche Kenntnisse mitbringt. Wenn man auch der jungen Generation die Frage stellt, welche politischen Ziele, welche politische Agenda war für Helmut Kohl leitend, welche Themen waren ihm besonders wichtig, dann ist neben der deutschen Wiedervereinigung, die natürlich oder dem Zusammenwachsen von West- und Ostdeutschland, hier doch eine ganze Reihe auch von europäischen Themen zu erkennen, die aus Sicht der jungen Bevölkerung die politische Agenda von Helmut Kohl durchaus mitbestimmt haben. Die europäische Einigung, die Friedenssicherung in Europa, die guten Beziehungen zu Frankreich, die guten transatlantischen Beziehungen, all das, auch die Schaffung einer europäischen Gemeinschaftswährung, aber auch die Fähigkeit, dass man aus seinen Fehlern lernen kann, auch das verbindet doch ein Großteil, zumindest 29% der jungen Menschen, mit Helmut Kohl und sagt, das war ihm besonders wichtig. Besonders positiv ist, dass die Mehrheit der jungen Generation sagt, dass die politischen Ziele, die Helmut Kohl verfolgt hat, wichtige, bedeutsame Ziele sind, die heute auch noch von Bedeutung sind. 60% der jungen Generation sagen, das sind wichtige Ziele. Von denen, die sich für Geschichte interessieren, sind es sogar 3/4, die diese Aussage treffen. Die Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung hat sich ja zur Aufgabe gemacht, das Wissen um Helmut Kohl, aber vor allen Dingen auch die Wissensvermittlung über die historische Leistung von Helmut Kohl in die Gesellschaft zu tragen. Und vor allen Dingen aber auch ist es das Ziel, die junge Bevölkerung zu erreichen. Wenn man sich die Umfrageergebnisse anschaut, dann sieht man, dass zumindest ein solides Fundament da ist an Wissen über die Kanzlerschaft Helmut Kohl. Was aber besonders bedeutsam ist, dass ein großer Teil der Bevölkerung, aber auch ein großer Teil der jungen Generation sagt, dass die politischen Ziele, die Helmut Kohl verfolgt hat, heute noch wichtig und bedeutsam sind. Und wenn man sich dann fragt, welches sind denn die Themen, die auch die Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung in die Gesellschaft und vor allen Dingen an die junge Generation herantragen soll, dann sind es natürlich augenscheinlich zwei Themenfelder. Es ist die Wiedervereinigung, es ist der Wiedervereinigungsprozess, es ist das Zusammenwachsen von Ost und West. Es ist zum Zweiten aber auch der europäische Einigungsprozess. Und es ist das, was Sie, Herr Merz, ja vorhin auch schon sagten, es ist keinesfalls so, dass es nur darum geht, historisches Wissen an die junge Generation weiterzugeben, sondern diese Gedanken weiterzudenken. Der europäische Gedanke, die Friedenssicherung in Europa so aktuell wie nie zuvor, die Frage auch, inwieweit Europa einen Wertekanon teilt, sind sicherlich wichtige Themen für die junge Generation, die auch aus Sicht der jungen Generation für bedeutsam erklärt werden. Gleichzeitig zeigen die Umfrageergebnisse, dass mit der Vermittlung von historischem Wissen durchaus viele Hürden verbunden sind, denn es kann nicht unbedingt vorausgesetzt werden, dass das Interesse ausreichend vorhanden ist, gerade in einer Zeit, in der die junge Generation durch die Informationsüberflutung, das zeigen auch Umfrageergebnisse von uns immer wieder, sehr stark gegenwartsbezogen denken und sehr wenig historisch denken. Das ist die große Herausforderung. Ich denke, wir als Institut werden Sie da weiter begleiten, auch weiter unterstützen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Herr Sommer, herzlichen Dank für diesen Bericht. Und wir werden natürlich Sie auch weiter bei uns immer gerne haben, um zu überprüfen, was wir auch erreicht haben. Erreichen mit Ausstellungen werden wir so schnell leider nicht können. Wir sind die nächsten 2-3 Jahre sicher darauf angewiesen, Veranstaltungen im Internet zu nutzen, wobei wir uns schon glücklich schätzen, dass wir die Räumlichkeiten, die wir zur Verfügung haben werden, nämlich unter den Linden gegenüber von der russischen Botschaft, was ja auch passt, und die Renovation der Räume, die wir da vom Deutschen Bundestag dankenswerterweise bekommen, wird Minimum 2 Jahre in Anspruch nehmen. Und erst dann werden wir an die Öffentlichkeit mit Ausstellungen kommen. Das bringt uns in die gute Lage, dass wir sehr intensiv über die Form, was wir da machen wollen, moderne Kommunikation. Aber ich kann schon jetzt sagen, bereits, jetzt darf man jetzt sagen, weil es soweit ist, es uns niemand mehr nehmen kann, bereits im Anfang des neuen Jahres, Ende diesen Jahres nicht mehr ganz, aber Anfang des neuen Jahres werden in den Räumen, in denen mal der Friseur im Deutschen Bundestag war, gegenüber vom ARD-Hauptstadtstudio, werden die großen Fenster Helmut Kohl zeigen, sodass wir also in der Übergangszeit schon präsent sind und da sind und in den Räumen, in denen früher den Menschen die Haare gemacht wurden, werden wir Schulklassen auch schon mit Helmut Kohl in Kontakt bringen können. Ich freue mich, das wird sicher den ein oder anderen etwas wurmen, dass wir mit dieser Location schneller waren als andere. Und bereits im neuen Jahr Helmut Kohl an den großen Schaufenstern zu sehen sein wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen heute aber ja nicht nur über Helmut Kohl sprechen und von Wissenschaftlern und Politikern über Helmut Kohl gesprochen hören, sondern wir haben auch drei Wegbegleiter uns ausgesucht, die etwas über Helmut Kohl sagen. Das ist alles nicht so ganz einfach, trotzdem ist es uns gelungen und wir haben dazu drei kleine Filmchen gemacht. Das hat unsere Geschäftsführerin Frau Dr. Beusen gemacht und sie hat jetzt auch das Wort. Vielen Dank, Herr Kauder. Ja, wir haben schon gehört, es gibt Schätze, Erinnerungsschätze zu heben und das wollen wir tun und das tun wir mit Zeitzeugen-Interviews und wir fangen an in Brüssel. Ich hatte die Freude, bei Jean-Claude Juncker ein Interview mit Jean-Claude Juncker führen zu können, dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten. Er ist Mitglied in unserem Kuratorium. Er bedauert sehr, heute nicht bei uns sein zu können. Und er hat geduldig Fragen beantwortet, eine ganze Fülle von Fragen. Er betrachtet sich als Ziehsohn von Helmut Kohl in politischer Weise und daran hat er sich offenkundig gerne erinnert und er wird berichten von den sogenannten Kohl-Momenten. Das ist eins von den vielen originellen Worten, was Jean-Claude Juncker benutzt, wenn er an Helmut Kohl denkt. Bitte sehr. Ich bin Helmut Kohl zum ersten Mal meiner Erinnerung nach im Juni 1979 begegnet. Damals gab es die erste Direktwahl zum Europäischen Parlament und ich weiß noch sehr genau, dass er zu mir gesagt hat, sind Sie überhaupt großjährig? Er hat sich für Menschen interessiert und ich war damals der Mensch, der jüngste Mensch, Parlamentskandidat, den er in Luxemburg traf. Und danach habe ich ihn 1000 Mal gesehen. Gab es ein markantes Erlebnis mit ihm? Ja, es gab viele Kohl-Momente in meinem Leben. Und
Eines davon war, als ich schon Premierminister war und er Kanzler, ein Moment während einer Sitzung des Europäischen Rates, wo fast alle auf mich einprügelten wegen Steuerfragen und Ähnlichem und haben Druck ausgeübt, indem ich mutigst widerstanden habe. Und Kohl hat dann gesagt, nachdem 3-4 Redner ihren Beitrag geleistet hatten, hat er den Knopf gedrückt. Er hat ja nie ums Wort gefragt, sondern sie einfach ohne Aufforderung zu Wort gemeldet und sagt, damit das klar ist, Deutschland stimmt nicht gegen Luxemburg. Deshalb können wir die Debatte sofort beenden. Und wir waren eigentlich nicht nur Freunde, er hat mich zärtlichst Junior genannt, sondern auch Komplizen. Weil ein Wort das andere ergab und wir segeln eigentlich immer in dieselbe Richtung. Kohl habe, haben Sie mal gesagt, haben Sie auf seiner Trauerfeier gesagt, Kohl habe glaubwürdig versichert, dass er kein deutsches Europa, sondern ein europäisches Deutschland wolle. Wie hat er das vermittelt? Man muss sich in Erinnerung rufen, dass es nicht so ist, wie es heute scheint, nämlich dass alle hellauf begeistert gewesen wären von der Perspektive der deutschen Wiedervereinigung. Nein, nein, nein. Es hat auch im Kreise der christdemokratischen Premierminister, ich war damals noch nicht Premierminister, aber trotzdem Finanzminister und deshalb an vielen Gesprächen beteiligt, eine vornehme Zurückhaltung. Es hat die deutsche Perspektive der Wiedervereinigung hat keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Mitterrand war auch in seinen öffentlichen Äußerungen und in seinem gesamten Benehmen während der Zeit nicht absolut im Lager der Wiedervereinigungsfreunde zu orten. Damals hatten wir auch in der Europäischen Volkspartei große Debatten über die Oder-Neiße-Linie. Und Kohl hat intern immer wieder erklärt, lasst mich das mal machen. Aber ich mache das nach meinem Tempo, nicht nach euren Vorgaben. Wie ging aus Ihrer Erinnerung Helmut Kohl vor? Also Kohl hat als Historiker, aber auch als Bundeskanzler eine zentrale Rolle gespielt, als es darum ging, ich rede von der Wiedervereinigung Europas und der Erweiterung der Europäischen Union nach Ost- und Mitteleuropa, europäische Geschichte und europäische Geografie miteinander zu versöhnen. Da war er der Hauptantreiber und auch der Hauptdenker, weil er hat mehrfach mir gegenüber gesagt, wenn wir das jetzt nicht tun, dann schaffen wir das nie mehr. Ich habe den Europäischen Rat im Dezember 1997 geleitet, wo wir den Erweiterungsprozess ankurbelten. Da hat er geweint, weil er sagte, es wäre für ihn doch eine regelrechte Schicksalsfügung, dass er als deutscher Bundeskanzler dabei sein könnte, dass das Nachkriegsjalta zu Ende gebracht wird. Er war ein vernunftbetonter Gefühlsmensch. Ja, so war das mit Kohl. Ich habe bei dem viel gelernt. Er hat sehr oft im Europäischen Rat, wenn die Diskussionsrichtung nicht so war, wie er gewollt hätte, dass sie gewesen wäre, gesagt, er verlangt das jetzt von mir, ich mache das mit, ich bin dagegen, ich werde zu Hause beschimpft. Aber es geht hier nicht um mich oder um Deutschland, es geht hier um Europa, deshalb stimme ich zu. Nur wenige haben derartig mutige Sätze zustande gebracht. Ich kann Ihnen versichern, das war keine Kulisse, sondern es ist wirklich in seinem Büro gewesen. Das gesamte Interview, wie die anderen Interviews, die wir bisher geführt haben, können Sie auf unserer
Homepage sehen. Wir haben jetzt hier, das haben Sie gemerkt, stark kürzen müssen, auch beim nächsten. Zum Thema Deutsche Einheit. Herr Professor Korte hat vom Transformationslotsen gesprochen. Eine, die gelotst wurde und die selber auch am Ruder stand, ist unter uns. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Sabine Bergmann-Pohl. Frau Bergmann-Pohl, auch Sie haben Fragen beantwortet. Sie werden gleich den Film sehen und ich bin sehr erfreut, dass Sie heute hier sind. Es ist ja immer noch ein etwas anderer Moment, ob man wirklich dabei ist bei so einer Filmpremiere oder allenfalls einem Livestream. Also wir freuen uns sehr, dass Sie und Ihr Mann heute da sind und bitte sehr, Film ab. Bergmann-Pohl. Sie sind Medizinerin, Sie sind 1981 in die CDU, die Ost-CDU, eingetreten und Sie waren die letzte und einzig frei gewählte Präsidentin der Volkskammer der DDR. Können Sie sich daran erinnern, was für ein Bild Helmut Kohl bei Ihnen hinterlassen hat, bevor Sie ihm das erste Mal persönlich begegnet sind? Die große Begeisterung, muss ich ganz ehrlich sagen, war nicht da. Aber hinterher war ich sehr froh, dass er damals Bundeskanzler war. Man merkte, auf wessen Seite er stand. Und ich fand, er stand damals auf meiner Seite. Und so habe ich ihn oft erlebt. Ich konnte mich vertrauensvoll an ihn wenden. Und er hat auch, sage ich mal, immer sehr persönlich reagiert. Wir sind sicherlich unvorbereitet und schnell in diese immensen Aufgaben hineingeworfen worden, von heute auf morgen. Das ist, als ob sie als Nichtschwimmer ins Meer gestoßen werden und gesagt wird, jetzt schwimm mal rüber nach Amerika. Also so war das Gefühl. Wir hatten jeden Tag neue Herausforderungen. Es gab viel Demonstrationen auch vor der Volkskammer, vielen Menschen in der DDR gegen Nähe. Wiedervereinigung nicht schnell genug. Man wollte die D-Mark, man wollte, viele gut ausgebildete Menschen sind in den Westen damals noch gegangen, weil sie noch nicht hundertprozentig an die Wiedervereinigung geglaubt haben. Das heißt, wir hatten also enorme Probleme und im eigenen Land. Und es waren die sowjetischen Soldaten noch da? Es waren noch die sowjetischen Soldaten da. Also das heißt, also die Fülle der Aufgaben und die Vorbereitung dieser Wiedervereinigung in einem Tempo, dass sie morgens, wenn ich in die Volkskammer ging und einen bestimmten Tagesplan hatte, abends war immer dann alles völlig anders gelaufen. Wir reden ja über Helmut Kohl. Der ja noch lange nach der Wiedervereinigung nicht nur im Amt war, sondern durchaus die Folgen der Teilung auch noch gestaltet hat. Wie beurteilen Sie diese Gestaltung der teilungsbedingten Folgen, wie es immer so schön hieß? Also ich glaube ganz einfach, dass Helmut Kohl sehr schnell eigentlich auch die Stimmungslage der Menschen in der DDR erkannt hat und das auch oft geäußert hat, was leider auch nicht so in der Öffentlichkeit und auch von den Medien dann wiedergegeben wurde. Denn er hat auch immer wieder betont, dass die Menschen in der DDR letztendlich auch ein entbehrungsreiches Leben und ein schwierigeres Leben als die Bundesrepublikaner gehabt haben. Das hat er immer wieder betont und er hat das auch im Prinzip verstanden. Er hat ja auch sofort gesagt, die Wiedervereinigung wird viel Geld kosten. Er hat nicht die Blut- und Schweißrede gehalten, die viele von ihm erwartet haben. Er wusste aber, es kostet viel Geld. Und er hat dafür gesorgt, dass dieses Geld auch fließt. Wissen Sie, ich sage immer, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber insgesamt habe ich bei Helmut Kohl das Gefühl gehabt, er wollte diese Wiedervereinigung zum Erfolg führen. Und wenn wir uns umsehen in Europa, ich glaube, wir haben das doch recht gut gemacht, auch mit der Wiedervereinigung. Vielen Dank, Frau Bergmann-Pohl. Ein wirklich langjähriger politischer Mitstreiter Helmut Kohls ist der damalige Bundesfinanzminister Theo Weigel. Auch Herr Dr. Theo Weigel
kann heute leider nicht bei uns sein, was auch er sehr bedauert. Aber ich konnte ihn in München in seiner Anwaltskanzlei treffen. Bisher ist von der Schwesterpartei ja noch gar nicht die Rede gewesen. Er wird über das Verhältnis der beiden Parteien sprechen und natürlich auch aufgreifen die Frage der Finanzierung, der Wiedervereinigung und die Einführung des Euro. Bitte sehr. Wie verhielt sich aus Ihrer Erinnerung Helmut Kohl gegenüber der Schwesterpartei? Er hatte ein ungezwungenes Verhältnis zur CSU und als Pfälzer natürlich eine natürliche Nähe zur CSU. Und von daher gab es viele Verbindungen. Sein Vater war ja als Beamter natürlich auch mit Bayern verbunden. Und Franz Josef Strauß war am Anfang sehr angetan, auch von Einladungen zu Jagden in den Pfälzerwald. Als dann natürlich aber Helmut Kohl 1975 über Kurt Biedenkopf seine Kanzlerkandidatur anmeldete, da war natürlich Strauß schon sehr bitter empört, weil er glaubte, der wesentlich jüngere Helmut Kohl würde auch akzeptieren, dass er, Franz Josef Strauß, der global und intellektuell Überlegene sei. Und den Eindruck und die Auffassung hatte Helmut Kohl nicht. Meine These war damals, der Trennungsgewinn ist kleiner als der Konkurrenzverlust. Herr Weigel, lassen Sie uns auf die Zeit der Friedlichen Revolution schauen. Sie haben schon vor dem Fall der Mauer im September davon öffentlich gesprochen, dass die deutsche Einheit wieder auf der Tagesordnung der aktuellen Politik stehen würde. Können Sie sich erinnern, wie und ob Helmut Kohl reagiert hat? Ich bin damals von vielen kritisiert worden. Der politische Gegner hat mich der politischen Umweltverschmutzung, der Dummheit, der Naivität bezichtigt. Es gab den einen oder anderen in unseren Reihen, der das auch für falsch hielt und der glaubte, die Koexistenz nicht wahr, mit der Bundesrepublik und der DDR werde noch relativ lang dauern. Helmut Kohl glaubte immer an die Wiedervereinigung, war sich aber der Schwierigkeit bewusst und hat das wohl auch eher in einem Zeitraum der nächsten Jahre eingeordnet, im Zusammenhang mit einer europäischen Entwicklung, die eine ganz große Ausstrahlung auf die DDR haben würde. Wie gestaltete sich Ihr Zusammenspiel in den Verhandlungen über die Wirtschafts- und Währungsunion? Das war eine hervorragende Zusammenarbeit, ohne jeden Zwist. Ich kann mich erinnern, ich habe ihm damals den Vorschlag gemacht, die Wirtschafts- und Währungsunion relativ schnell einzuführen. Wir hatten damals im Finanzministerium die ersten Überlegungen angestellt und wir waren uns darüber im Klaren, dass die schmerzlichen Schritte einer Reform, des Übergangs, der Transformation von einer Planwirtschaft, von einer Kollektivwirtschaft in eine freie soziale Marktwirtschaft mit so schweren Opfern verbunden ist und mit so schweren Anstrengungen, dass es die Kraft der neuen demokratischen DDR-Politiker fast übersteigen würde. Und ein zweites war uns klar, dass wir die Wiedervereinigung nur mit Gorbatschow schaffen. Und niemand wusste, wie lange er uns als Partner zur Verfügung stünde. Schon damals gab es im obersten Sowjet erhebliche Widerstände gegen ihn. Insofern war mir klar, dass die Wirtschafts- und Währungsunion, die Einführung der D-Mark in der DDR, ein irrevisibler Schritt sein würde zur deutschen Einheit. Es gab dann einmal natürlich noch eine Debatte über das Umtauschverhältnis. Und da war klar, da habe ich Helmut Kohl auch verstanden, dass er bei den Größen wie Löhne, Gehälter, Renten Verständnis haben musste für die Menschen in der DDR. Sie gelten als der Namensgeber des Euro. Wie haben Sie die Zusammenarbeit bei der Einführung der Gemeinschaftswährung wahrgenommen? Die Einführung des Euro war nicht der Preis für die Wiedervereinigung. Ein ganz wichtiger Punkt.
der immer wieder von französischer Seite, aber auch von manchen Zeitgeschichtlern in Deutschland behauptet wird. Richtig ist eines: Helmut Kohl hat den politischen Prozess nicht abreißen lassen oder nicht abrupt beendet, als die Chancen für die deutsche Einheit kamen. Und es war diplomatisch unendlich klug von ihm, den europäischen Prozess parallel weiterzuführen, weil damit die Ängste und Besorgnisse von Nachbarn und Partnern, ich denke an Frankreich, ich denke an Großbritannien, aber auch Niederlande und andere Länder, ausgeräumt wurde. Aber es war nicht der Preis für die deutsche Einheit. Und auch in dem Zusammenhang haben wir uns nahtlos abgestimmt. Und es gab eine, glaube ich, ideale Zusammenarbeit zwischen Kanzleramt und Helmut Kohl, zwischen Innenministerium Schäuble und mir. Jeder hatte seinen Part, ich den der Wirtschafts- und Währungsunion und des Überleitungsvertrags, mit dem es gelungen ist, sämtliche russischen Streitkräfte innerhalb von 3,5 Jahren in die Heimat zurückzuschicken. Schäuble hat den Einheitsvertrag gestaltet und Hans-Dietrich Genscher den 2+4-Vertrag. Das war eine ideale Zusammenarbeit in einer kurzen Zeit. Und das Zeitfenster heute retrospektiv betrachtet zeigt uns, wir mussten es in dem Jahr machen. Eine spätere Chance hätte es nicht gegeben. Ja, herzlichen Dank an die Zeitzeugen, die uns geholfen haben, ein wenig Einblick in die konkrete damalige Zeit zu geben. Und zugleich zeigt uns der Verlauf des heutigen Abends und auch die, was wir als Zeitzeugen erlebt haben und über Persönlichkeiten, über die wir gesprochen haben. Wir haben als CDU, CSU die meiste Zeit in der Nachkriegszeit in diesem Land regiert. Und wir haben in diesem Land etwas geschaffen, wo die Menschen auch gesehen haben, jawohl, es geht vorwärts. Und dies ist gelungen. Und ich finde, das dürfen wir auch sagen, auch als Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung, weil in den Kabinetten waren ja eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die mitgeholfen haben, das Land voranzubringen. Wir dürfen voller Stolz sagen, CDU und CSU haben diesem Land herausragende Persönlichkeiten gestellt, die dieses Land vorangebracht haben. Als leidenschaftlicher Parlamentarier, der nie ein Staatsamt hatte, zähle ich natürlich nicht nur die Regierungen und Regierungsmitglieder dazu, sondern auch diejenigen, die im Parlament Verantwortung getragen haben. Insgesamt also haben wir etwas erreicht. Und ich sage das als leidenschaftlicher Parlamentarier auch deshalb, weil nicht jeder, der ein Bundestagsmandat erhält, auch in eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem Ministerium kommen kann, aber er trotzdem stolz darauf sein kann, dass auch er seinen Anteil daran leistet und geleistet hat, dass dieses Land vorankommt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben also diesem Land wirklich großartige Persönlichkeiten zur Verfügung gestellt. Und zu denen gehört auch Angela Merkel, die jetzt das Wort hat. Ja, ich bin noch ein bisschen kniegehandicapt, aber es wird. Ja, meine Damen und Herren, lieber Volker Kauder, liebe Gerda Hasselfeld, lieber Friedrich Merz
Und jetzt habe ich mir vorgenommen, ich sage einfach mal, liebe Versammlung, die gerne mit der Helmut-Kohl-Stiftung zusammenarbeiten möchte. Schön, dass wir heute Abend zusammen ist. Und es ist wirklich gut, dass die Helmut-Kohl-Stiftung nunmehr gegründet wurde, ihre Arbeit aufnehmen kann. Und ich freue mich natürlich, zum Abschluss dieser Gründungsveranstaltung auch noch einmal zu Ihnen sprechen zu können. Bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen im Dezember 1990 wurde ich Mitglied des Deutschen Bundestages und Anfang 1991 ja zur Frauen- und Jugendministerin im Kabinett von Helmut Kohl ernannt. Für mich war nahezu alles neu, ich musste unendlich viel lernen und so wurde ich zu einer neugierigen Schülerin von Helmut Kohl. Und deshalb möchte ich heute Abend drei Aspekte, man kann sagen auch drei Prinzipien benennen, die seinen Stil, Politik zu machen, charakterisierten und die mich immer wieder beeindruckt haben. Schon unser Kennenlerngespräch während des Wahlkampfs im Herbst 1990 sagte viel über die Art und Weise aus, mit der Helmut Kohl Politik machte. Er lud mich nach Bonn ins Kanzleramt zu einem persönlichen Gespräch ein. Aus meinem zukünftigen Wahlkreis, der in Vorpommern an der Ostsee lag, war ich naturgemäß aufgeregt angereist und hatte mich akribisch auf eine Reihe möglicher politischer Fragestellungen vorbereitet. Als wir dann zusammensaßen, hatte Helmut Kohl im Kern jedoch nur eine Frage an mich und die lautete: Wie verstehst du dich mit anderen Frauen? Er duzte ja andere gerne einfach so. Und nun war ich verdutzt, erzählte etwas von Freundinnen, der Tatsache, dass ich es in der Akademie der Wissenschaften in meiner Arbeitsgruppe außer der Sekretärin nur mit Männern zu tun gehabt hätte und dass ich mit anderen Frauen genauso wenige und genauso viele Probleme und Gemeinsamkeiten hätte wie mit Männern. Helmut Kohl genügte diese Auskunft augenscheinlich. Er fragte noch irgendetwas nach meinem zukünftigen Wahlkreis, dann war das Gespräch schnell beendet. Offensichtlich hatte es ihn bestärkt, mich beim Bundespräsidenten als zukünftige Bundesministerin für Frauen und Jugend zur Ernennung vorzuschlagen. Insgesamt besetzte Helmut Kohl anschließend durchaus, wie mir schien, zum Ärger der westdeutschen Frauen, nahezu alle frauenpolitischen Ämter seiner neuen Regierung mit ostdeutschen Frauen. Allein das Familienministerium, liebe Hannelore Rönsch, wurde von einer westdeutschen Frau geführt. Man könnte sagen, sicher ist sicher. An dieser Begebenheit wird ersichtlich, so denke ich, dass es Helmut Kohl beim Gestalten von Politik ganz wesentlich um menschliche und charakterliche Eigenschaften ging. Er unterschied Persönlichkeiten immer nach der Frage, ob sie nur intelligent seien oder zusätzlich auch noch klug. Und natürlich gab es in seiner Bewertung auch Menschen, die er weder für intelligent noch für klug hielt. Klugheit jedoch war für ihn eine seiner sehr wesentlichen Eigenschaften. Ich habe Helmut Kohl als einen Menschen erlebt, der trotz all der vielen Jahre seiner politischen Tätigkeit immer und aufs Neue neugierig war auf Menschen, die er noch nicht kannte. Woher jemand kam, wie das Elternhaus und die Familie aussahen, welche Ereignisse jemanden geprägt hatten, das waren für ihn wesentliche Fragen. Bei Krankheiten kümmerte er sich persönlich, so besuchte er mich in der Berliner Charité, als ich mir Anfang 1992 einen schweren Beinbruch zugezogen hatte. Er versuchte, die Verbundenheit mit dem normalen Leben beizubehalten und der enormen Fremdbestimmung durch das Amt des Bundeskanzlers so weit wie möglich zu entgehen. Deshalb führte er immer seinen schon erwähnten Terminplan und sein Portemonnaie bei sich. Und wer den aktuellen Milchpreis nicht kannte, galt in seinen Augen als abgehoben und dem normalen Leben entfremdet. Bei ihm lernte ich also erstens, Politik wird von Menschen gemacht und die jeweiligen persönlichen Eigenschaften sind prägend für die Ergebnisse von Politik. Die zweite Lehre, die für mich und meinen weiteren Weg von großer Bedeutung war, lässt sich in einem Satz von Helmut Kohl zusammenfassen, der inzwischen legendäre Bedeutung erlangt hat. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Was bedeutete dieser Satz genau? Helmut Kohl hatte klare politische Ziele. Aber Ziele, Haltung und Überzeugung zu haben, das allein reichte politisch aus seiner Sicht noch nicht aus. Und von permanenten Ankündigungen hielt er schon gar nichts. Vielmehr musste beharrlich an der Verwirklichung der Ziele, an der Um- und Durchsetzung dessen, was man sich vorgenommen hatte, gearbeitet werden. Um das zu schaffen, ist, wie wir heute sagen würden, ein Gespür für das richtige Timing beinahe alles entscheidend.
nicht zu spät, aber das wird manchmal auch zu gering geschätzt, auch nicht zu früh zu entscheiden. Darauf kommt es an. Und das konnte er wirklich. Auf den richtigen Zeitpunkt warten und diesen dann instinktiv sofort erkennen. Helmut Kohls Gespür als Historiker für historische Entwicklung, sich unverhofft öffnende Fenster der Möglichkeiten, die man beim Schopf packen muss, war etwas ganz Besonderes. Es unterschied ihn von vielen anderen Politikern. Er wusste, dass man des Öfteren Umwege machen muss, um das eigene Ziel zu erreichen. Aber auf dem Umweg vergaß er das eigene Ziel nie. So war seine berühmte Tischrede beim Besuch Erich Honeckers am 7. September 1987 in Bonn-Bad Godesberg aus meiner Sicht tatsächlich eine Sternstunde politischer Staatskunst. Menschlich nicht verletzend, aber unmissverständlich in der inhaltlichen Aussage. Ich war eine der Millionen Zuhörer, die, wie Helmut Kohl in der Rede sagte, zwischen Flensburg und Dresden, Stralsund und Konstanz und in Berlin dieser Rede vor dem Fernseher zuhörten. Er sprach von der besonderen menschlichen und politischen Dimension des Besuches 1987. Und auch heute noch erinnere ich mich mit großer Freude, ja mit Gänsehaut daran, dass Helmut Kohl dann schnörkellos sagte, und ich zitiere ihn, die Präambel unseres Grundgesetzes steht nicht zur Disposition, weil sie unserer Überzeugung entspricht. Sie will das vereinte Europa und sie fordert das gesamte deutsche Volk auf, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Aber er fügte auch hinzu, ich zitiere wieder, die deutsche Frage bleibt offen. Doch ihre Lösung steht zurzeit nicht auf der Tagesordnung der Weltgeschichte. Und wir werden dazu auch das Einverständnis unserer Nachbarn brauchen. Zitat Ende. Nur etwas mehr als zwei Jahre später, 1989, stand die Frage dann tatsächlich auf der Tagesordnung der Weltgeschichte. Und Helmut Kohl realisierte mit seinem klaren Kompass, zusammen mit anderen, zum Beispiel mit Theo Weigel, den wir gehört haben, genau das, was er in der Tischrede 1987 gesagt hatte. Die Einheit Deutschlands in Frieden und Freiheit im Einverständnis mit unseren Nachbarn. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. In diesem Falle war es die Verwirklichung eines Traums von Millionen Deutschen. Dies gelang Helmut Kohl nur, weil er einerseits, wir haben es eben von Frau Bergmann-Pohl gehört, den Mut und die Entschiedenheit der Ostdeutschen und der Menschen in den mittel- und osteuropäischen Ländern anerkannte, die durch ihre friedlichen Revolutionen den Grundstein für die deutsche Einheit und die europäische Einigung gelegt hatten, und weil er andererseits den Partnern im West und Ost dankbar war, die diesen Weg ermöglichten, allen voran George Bush Senior und Michael Gorbatschow. Angesichts des heutigen Krieges Russlands gegen die Ukraine können wir uns gar nicht glücklich genug schätzen, welch unglaubliche Konstellation der Weltgeschichte uns 1989-90 diese Entwicklung ermöglichte. Helmut Kohl war sich dieses Glücks zu jeder Sekunde bewusst und hatte große Demut vor dieser Tatsache. Denn die Sehnsucht nach Freiheit, die gab es ja schon 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn, 1968 in Prag und während der Zeit von Solidarność in Polen, genauso wie 1989. Nur waren damals die Kräfte der Unterdrückung in der Sowjetunion, die die Freiheitsbewegung mit Panzern niederwalzten, noch stärker als der Drang nach Freiheit. Helmut Kohl war sich der veränderten Umstände 1989 vollkommen bewusst und vertändelte diese glückliche Stunde nicht durch Hochmut, sondern ermöglichte sie mit seinem klaren Kompass und seinem unbedingten Gestaltungswillen. Ich möchte schließlich noch eine dritte Eigenschaft von Helmut Kohl nennen, die mich beeindruckt und auch sehr geprägt hat. Helmut Kohl war ohne jeden Zweifel ein Mann mit einem sehr ausgeprägten Machtbewusstsein. Aber zugleich wusste er, um gestalterische Macht ein- und umzusetzen, braucht man die Fähigkeit, sich immer auch in die Sichtweise des anderen hineinzuversetzen. Als Historiker wusste er um die tiefe und prägende Kraft der geschichtlichen Entwicklungen nicht nur für Deutschland, sondern eben für alle Länder der Erde, insbesondere auch die der Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Geschichte ist Geschichte, war einer seiner oft wiederholten und europaweit bekannten Sätze. Und er wusste, dass diese Geschichte für alle Völker und für die für sie handelnden Politiker gleichermaßen zählt. Deshalb waren Zahlen, Fakten, Kriterien und Maßstäbe wichtig und richtig für ihn. Tatsächlich kluge Politik aber brauchte nach seiner Überzeugung mehr. Sie verlangte, und ich ergänze, sie verlangt es auch heute noch, ein hohes Maß gegenseitigen Vertrauens. Das wiederum setzt ein hohes Maß an Bereitschaft voraus, den anderen verstehen zu wollen und zu können. Und so war für ihn auch klar, dass die Verwirklichung der deutschen Einheit einhergehen musste mit einer Vertiefung der Europäischen Union. Er nannte sie immer die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ich habe in der letzten Zeit ein wenig in den zwei Bänden des in diesem Jahr herausgegebenen Buches Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1991 gelesen. Also in der Sammlung von Dokumenten aus dem politischen Archiv des Auswärtigen Amtes nach Ablauf der 30-jährigen Aktensperrfrist. In der Einführung dieser beiden Bände wird auch Bezug genommen auf die, so der Titel einer Edition der Konrad-Adenauer-Stifte, Berichte zur Lage von 1989 bis 1998, die Helmut Kohl damals zu Beginn von Sitzungen des CDU-Bundesvorstandes vortrug und aus ihnen zitiert, etwa aus seinem Bericht im Bundesvorstand am 30. August 1991. Darin wird sichtbar, welche Sorgen sich Helmut Kohl damals, also noch nicht einmal ein Jahr nach der Wiedervereinigung, über die Außenpolitik machte. Auf Schritt und Tritt, so zitieren die Herausgeber der Akten zur auswärtigen Politik Helmut Kohl aus den Berichten zur Lage, stoße man auf diffuse Ängste vor Deutschland, nicht selten gekoppelt mit Wirtschaftsneid. Das heißt, so Helmut Kohl weiter, wir müssen sehr viel mehr bereit sein, die Führungsfunktion, die uns jetzt zugefallen ist, wahrzunehmen, ohne prahlerisch aufzutreten. Für uns muss eigentlich die Zielrichtung sein, bescheiden und zurückhaltend aufzutreten, aber unseren Einfluss voll wahrzunehmen. Zitat Ende. In diesem Geiste gelang es Helmut Kohl dann auch vornehmlich zusammen mit Frankreich, die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion und die Verstärkung der politischen Union zu realisieren. Im Europäischen Rat im Dezember 1991 wurde der Maastricht-Vertrag über die Europäische Union verabschiedet, die größte europäische Reform seit 1957. Hiermit waren dann auch die Voraussetzungen für den anschließenden Erweiterungsprozess der Europäischen Union geschaffen. Meine Damen und Herren, ich habe für meinen heutigen Beitrag diese drei Prinzipien politischer Staatskunst ausgewählt, weil sie Helmut Kohl wie keinen zweiten auszeichneten. Die Bedeutung des Persönlichen in der Politik, den unbedingten Willen zum Gestalten und das Denken in geschichtlichen Zusammenhängen. Ich habe sie aber nicht allein deshalb ausgewählt und auch nicht, weil ich sie von Helmut Kohl lernen durfte und sie auch für meine politische Arbeit Richtschnur wurden, sondern weil ich sie gerade auch im Zusammenhang mit den heutigen, uns alle so beschäftigenden politischen Ereignissen für bedenkenswert halte. Der Angriffskrieg Russlands und Präsident Putins gegen die Ukraine zerstört das Fundament all dessen, worauf sich die Staatengemeinschaft einschließlich der damaligen Sowjetunion und später Russlands im KSZE-Prozess und in der Charta von Paris geeinigt hatte. Das ist der Befund der jetzigen Lage. Aus diesem Befund gilt es nun, die im Wortsinne notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Eine ungeheuer schwierige Aufgabe, das weiß ich sehr wohl. Vielleicht kann uns dabei helfen, Friedrich Merz hat es schon gesagt, sich vorzustellen, wie Helmut Kohl heute handeln würde. Natürlich ist das eine spekulative Frage, eigentlich sogar eine unzulässige, denn jeder von uns, auch Helmut Kohl, lebt in seiner Zeit. Aber weil mir in den 16 Jahren meiner Amtszeit als Bundeskanzlerin, eigentlich sogar seit mehr als 24 Jahren seit Helmut Kohls Ausscheiden aus dem Amt 1998, in manchen schwierigen Stunden selbst tatsächlich diese Frage gestellt habe, erlaube ich mir, sie auch heute hier in den Raum zu stellen und einen Antwortversuch zu wagen. Ich denke, Helmut Kohl würde heute auf der Grundlage der ihn kennzeichnenden drei Prinzipien nach der Zäsur, die der Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 markiert, zum einen alles daran setzen, die Souveränität und die Integrität der Ukraine zu schützen und wiederherzustellen. Daran kann es, so denke ich, keinen Zweifel geben.
ruft man sich allein den Geist der eingangs erwähnten Tischrede mit ihren zitierten zwei Kernaussagen anlässlich des Honecker-Besuchs in Bonn in Erinnerung. Zugleich war Helmut Kohl ein Politiker, der in Fragen derartiger Tragweite, also in Fragen von Krieg und Frieden, von Unfreiheit und Freiheit, niemals den Tag danach aus dem Blick verlor. Mehr noch, der diesen Tag immer mitdachte. Auch davon zeugen die zwei sich ja durchaus gegenüberstehenden Kernaussagen aus der erwähnten Tischrede. Auf unsere heutige Zeit übertragen, so denke ich, würde er neben der entschlossenen Unterstützung der Ukraine parallel immer auch das im Moment so undenkbare, schier unvorstellbare mitdenken, nämlich wie so etwas wie Beziehungen zu und mit Russland wieder entwickelt werden können. Beides würde er natürlich niemals in einem deutschen Alleingang angehen, sondern nur im gemeinsamen Handeln mit unseren Partnern in der Europäischen Union und in der NATO. Im Juni wurde ich in einem Zeitungsinterview gefragt, Sie kennen Putin schon lange, was ist er für ein Mensch? Ich habe geantwortet, man sollte seine Worte ernst nehmen. Und heute möchte ich angesichts der Entwicklungen der letzten Tage ergänzen, Worte ernst zu nehmen, sie nicht von vornherein damit abzutun, sie seien nur ein Bluff, sondern sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen, das ist beileibe kein Zeichen von Schwäche oder Beschwichtigung, sondern ein Ausweis politischer Klugheit. Einer Klugheit, die dazu beiträgt, Handlungsspielräume zu erhalten oder, mindestens so wichtig, sogar neue zu erarbeiten. Wenige wussten die Bedeutung politischer Klugheit so zu achten wie Helmut Kohl, der sein Amt 1982 in den dunklen Zeiten des Kalten Krieges antrat. Übrigens der damals von vielen abgelehnte NATO-Doppelbeschluss, für den er wie auch sein Vorgänger Helmut Schmidt sich so sehr einsetzte, hieß Doppelbeschluss. Genug Stoff also, um in der Bundeskanzler Helmut Kohl-Stiftung nicht nur rückblickend über seine historischen Verdienste nachzudenken, sondern daraus auch Lehren für die heutige Zeit zu finden. Und diese Veranstaltung heute kann ja nur der Auftakt für einen solchen Prozess sein. Ich wünsche der Stiftung dabei viel Erfolg und viele spannende Veranstaltungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Angela Merkel. Und wir nehmen aus dem Beitrag von dir und Friedrich Merz von heute Abend mit, es lohnt sich auch in Zukunft mit euch zu sprechen. Herzlichen Dank. Und zugleich will ich auch einen Dank aussprechen an den Deutschen Bundestag, vor allem aber an die CDU-CSU-Fraktion, die, als ich schon nicht mehr Fraktionsvorsitzender war, doch die kluge Entscheidung getroffen hat, diese Bundeskanzler Helmut Kohl-Stiftung ins Leben zu rufen. Herzlichen Dank den Kolleginnen und Kollegen dafür. Ja, wir haben also auch heute gehört, dass wir eine ganze Reihe von großen und wichtigen Aufgaben haben. Und ich kann nur so viel versprechen. Sie werden immer wieder von uns hören. Also wir sagen nicht nur wie Helmut Kohl, ich will Sie wiedersehen oder ich will dich wiedersehen, sondern ich sage Ihnen, Sie werden uns immer wieder hören und wiedersehen in der nächsten Zeit, weil ich auch glaube, dass gerade das, was in der Zeit von Helmut Kohl und was an Positionen von Helmut Kohl in der Außenpolitik, über die wir heute kaum gesprochen haben, Sicherheitspolitik, auch für die heutige Zeit wirklich prägend ist. Es gibt, so hat Helmut Kohl einmal gesagt, Situationen, da kannst du nicht mehr kneifen.
Und es war beim NATO-Doppelbeschluss, der damals formuliert worden ist, der uns allen viel, und darüber werden wir im nächsten Jahr auch sprechen, auch viel abverlangt hat und wir uns da auch durchgesetzt haben. Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das wäre ganz im Sinne von Helmut Kohl gewesen. Er hätte wahrscheinlich jetzt schon neben mir sitzen gesagt, man gibt's mal was zu essen, das geht ja alles viel zu lang hier. Und so kann man nicht mal jetzt zum Essen kommen. Das werden wir jetzt machen. Wir laden Sie zu einem kleinen Imbiss und Weine aus der Pfalz ein. Und ich möchte mich dafür bei Herrn Gerd Petri bedanken. Er ist der Chef des Weinguts Petri in Herxheim an der südlichen Weinstraße. Und er hat uns heute Abend den Wein zur Verfügung gestellt. Dafür einen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, gute Gespräche, alles Gute. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie behütet und vor allem Gottes Segen begleite unseren weiteren Weg.